Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hi Kai und Maurice und Zero Knowledge und Interfare und Tobi und Stecker und Patrick und man nennt mich Friedel und Epic Hunter und General Obergeil und Basti und Patrick und Christy und Lorenzi von Lorenzo und Wingert Schütz. The Dawn ist auch da. Hi, schönen guten Abend. Hallo an euch alle. Ich sollte auch sofort mal in Discord online gehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Heute am Montagabend. Ich hoffe, ihr habt nicht den Monday Blues. Fritzlichen, ich hab dich nicht vergessen. Ich hab's einfach so schnell, glaube ich, nicht gesehen. Danke Klängon für die 2 Stufe 1 Subs. Generell danke an alle, die gerade Sumpen, Lost, Mykos und The Rother und Don hat nochmal verlängert. Odrisch, Aka Best, Gurkige Gurke, Dwarf und alle anderen. Vielen lieben Dank. Lady Malfoy, Peter, wie geht's dir? Ganz gut. Danke der Nachfrage, wie geht's dir? Nopol schreibt, Peter, wie hype bist du auf Baldur's Gate 3? Ja, deswegen ganz gut. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Das ist heute ein Ablenkungsstream. Oh, meine Frau ruft mich an. Hallo? Hallo? Bist du schon da? Ja, ich bin schon online. Hab dich überholt. Aber wirklich? Naja. Kannst mal sehen. Ich habe dem Chat gerade erzählt, wie ich an nichts anderes denken kann als Baldur's Gate 3. Hast du wirklich? Ja, habe ich wirklich. Ich wurde gefragt. Also, lieber Chat, Honey findet das gar nicht gut alles. Ich werde dich verlieren. Ja. Dankeschön, Robbie Robson für den Sub und Topso und Jules Roger. Ein neuer Sub, hallo und herzlich willkommen. Genauso wie Mikichu und Tobrich und LaFarad und AMC und Seahawk. Ja, Chat, Ich will dich nicht verlieren. Oh, Honey. Du wirst mich ja nur für eine Zeit verlieren. Also, nein. Dein Bruder kommt ja jetzt auch die Tage. Da werden wir auch viel Zeit miteinander verbringen dadurch. Und ja, Honey, klingt jetzt besser, denn ich habe ihr eines meiner Headsets gegeben. Weil das mit diesem Bose-Headset, mit diesem Bluetooth-Ding, das hat nicht gut funktioniert. Da hat alles so krass gerauscht und da konnte man im Windows das Handsfree nicht deaktivieren. Dann habe ich ihr einfach eins von meinen gegeben. Danke, Honey. Bitteschön. Dankeschön, Jakob, für 5 Stufe 1 Subs. Herzlichen Dank. Und Direct Alex, auch ein neuer Sub. Und Debels, Dankeschön. Und die Hanna und The Gentleman und Flacco und MK7 und The Tiger Girl. Ja, ich bin Gönner-Chat, ich weiß. Absoluter Gönner. Hani hat bald komplettes Streamer-Equip. So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber ich habe bei Hani auch erst nochmal schön Optifine installiert, damit es ein bisschen besser läuft. Ja. So sieht's aus. Und heute spielen wir wieder ein bisschen Minecraft, um mich abzulenken, weil ich jetzt vor lauter Verzweiflung angefangen habe, in Early Access sogar noch reinzugucken von Baldur's Gate 3, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber ich dachte mir, da kann ich ja schon mal so ein bisschen gucken, was die Klassen unterschiedlich machen und so weiter und so fort. Ja. Deine Probleme hätte ich gerne. Ich hoffe, deine Frau wird ihre Arbeit bald an den Nagel hängen und Fulltime streamen. Nein. Nein. Definitiv nicht. Wenn ich ankündige, dass ein neues Game kommt, plant meine Frau direkt 2 bis 5 Wochen ohne mich. Ah ne, 2 bis 5 Tage, Entschuldigung. Oh mein Gott, alles klar. Ja, aber komplett ohne wäre jetzt auch übertrieben bei dir. Du isst ja mit mir noch zusammen und ja. Am Wochenende gehst du auch noch raus. Ja, danke schön für die 10 verschenkten Subs an dieser Stelle. Dankeschön, Dreamatics. Vielen lieben Dank. Meine Frau sagt exakt das Gleiche. Ja, so ist das halt, wenn du in einer Beziehung bist, wo die eine Seite halt das als Passion und absolut liebstes Hobby ansieht und die andere Seite damit nicht ganz so viel anfangen kann. Oh, Tessia hat gerade 50 Subs verschenkt. Tessia, vielen lieben Dank. Holy shit. 50 Stück, vielen lieben Dank. Damn, Tessia, schreibt The Rother und ich kann mich da nur anschließen. Damn, Tessia.
Ja, ihr seht, ich bin im Nether. Ihr seht, ich bin in der Festung. Ich habe am Wochenende, als ich noch, also ich auch um mich abzulenken, versucht, die wenigen Tage bis zum Baldur's Gate 3 Release umzubekommen, habe ich mich auf die Suche nach der Festung gemacht. Das hat nämlich einen ganz gewissen Grund. Ich wollte. Oh. Da habe ich zum Glück noch kurz gecheckt, warum er sauer war auf mich. Ist er jetzt weiterhin sauer auf mich oder ist jetzt cool, weil ich das angezogen habe? Shana, Huhu, Peatsmeet, ich hatte Honey und dir zum Hochzeitstag ein Bild gemalt. Leider war ich seit da verhindert und konnte es nicht zeigen. Möchtet ihr es sehen? Na klar, gerne. Gerne zum Beispiel auf Instagram verlinken oder so. Was mit Goldhelm sind die lieb? Ja, der Paul. Also ich freue mich natürlich erstmal. Dankeschön vielmals jetzt schon mal, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Bei diesen Schweinemenschen ist es so, dass die sehr goldfixiert sind. Und wenn man auch nur ein Rüstungsteil anhat oder ein Goldteil in der Hand hat, dann... Oh, ich muss niesen, glaube ich. Entschuldigung, Chat. Dankeschön. Ist das so, dass sie uns als ihresgleichen ansehen, was ich auch verstehen kann, wäre auch ein kleines Schwein, ne? Und dann hauen die mich nicht. Dankeschön, Chat, dankeschön, dankeschön, Chat. Jetzt kommt Pete's mit Minecraft-Knowledge, dass ich das erleben darf. Manchmal weiß ich ja auch was. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. So, und ich habe im Nether die Festung zum Glück gefunden. Oh Gott, die habe ich aber auch ganz sicher abgesperrt, ne? Also hier kann ja gar nichts schief gehen. Lecco mio. Weil ich Tränke brauen wollte. Nicht um zu trollen, ne? Nicht so wie in den Seasons. Ich will ja meine Frau nicht trollen. Aber um was zu machen. Nämlich Villager... Pass auf, jetzt kommen die Struts. Villager zu zombifizieren und dann wieder zu heilen. Das klingt ein bisschen bescheuert. Die meisten von euch werden wissen, wovon ich rede. Aber ich möchte mich noch bedanken bei den vielen Subs, weil wir hier beim Level 6 Hype Train sind. KVN hat noch geresubbt, LS Zocker, Inrux, Nick 26 Nick, Mom Yellowfish. Vielen lieben Dank euch alle. Und Dantes Pader ebenfalls. Also ich erkläre das mal kurz in der Theorie. Also, Villager haben in der Regel ja gerne mal gute Sachen, mit denen man gerne traden möchte. Also die verkaufen etwas, was ich gerne hätte. Zum Beispiel Zauberbücher mit einer gewissen Verzauberung, die ich gerne hätte, wie Mending. Eines der besten Verzauberungen, die es gibt. Allerdings sind die Sachen häufig sehr teuer. Du brauchst dafür viele von diesen grünen Kristallen. Wo ich immer den Namen vergesse. Schatz, wie heißen die? Smaragde. Smaragde, danke schön. Du musst mir jedes Mal sagen, wie die heißen. Das ist unfassbar. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade am Kämpfen, sorry. Gegen was kämpfst du? Diese bösen Villager. Oh. Smaragde waren die pinken. Emeralde. Oh mein Gott. Was? Was denn? Das war gerade frech von dem Gast. Ach so. So, und wenn diese Villager so geile Sachen haben, die ich gerne hätte, dann ist das cool. Aber man kann auch die Kosten senken, also die Preise, die verlangen dafür. Das kann man unter anderem machen, glaube ich, indem man die levelt. Da bin ich mir gerade nicht mal 100% sicher. Aber man kann es unter anderem auch so machen, indem man sie rettet. Denn wenn die von einem Zombie geschlagen werden, werden die zombifiziert. Also die werden quasi, die werden dann zu einem Zombie. Wie halt so Zombies häufiger mal funktionieren. Und wenn man die dann aber mit dem richtigen Trank wieder zurückverwandelt, dann sind die sozusagen gerettet worden von mir und bieten ihre Ware günstiger an. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie weit ich gelaufen bin, um dieses scheiß Nether-Ding zu finden, weil in die Richtung... Ivan! Einen wunderschönen guten Abend. In die Richtung habt ihr ja gerade gesehen, wie wenig ich laufen musste. Oh, Goldapfel braucht man auch. Ja, das wollte ich nochmal nachgucken, was ich eigentlich brauche. Soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir noch lange nicht. So, auf jeden Fall kann man das dann sogar mehrfach machen. Oh, guck mal hier. Guck mal, wie gefährlich das hier ist. Ich habe so komplett verzauberte Rüstung. Es ist komplett irre. Und das kann man so lange machen, bis die nur noch einen Emerald von einem haben wollen.
Glaub, mit dem Schwächetrank heilst du dann. Genau, mit dem Schwächetrank war das. Aber was war das mit dem goldenen Apfel? Ah, kommst du gleich durch unser normales Portal raus? Ja, ich wollte den Leuten nur mal kurz zeigen, wie weit ich laufen kann. Muss, weil ich ja, so lange... Ja, aber ich hab's zugebaut und da steht jemand Böses hinter. Was denn? Ein Schweinemensch. Aber die Schweinemenschen sind doch gar nicht böse. Okay. Ich habe hier so lange nach dieser Scheißfestung gesucht, Chat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Rup, rup, rup. Er ist einfach wieder reingegangen. Brauchst beides. Ja, okay, ich brauche beides. Alles klar. Ja, soweit sind wir noch nicht. Wir gehen sofort gleich erstmal zu dem Zombie-Farmer. Ist jetzt zwar nicht das Spannendste, aber ich will meine Spitzhacke wieder auf Full-Life bringen, weil das ist ein bisschen kacke so. Wenn ich da überall erst nicht abgebaute Quarz sehe. Ja, wofür soll ich denn das abbauen? Oh, ich soll Hani ein bisschen leiser machen. Ja, kein Thema. Hani, du bist so laut. Entschuldigung. Oh nein, du musst... Oh, Hani, nein. Nein! Ich habe gestern zum ersten Mal euren Podcast gehört mit Alexander Herrmann. Ich hatte das Gefühl, dass er anfangs wenig Lust hatte, über sein Restaurant zu sprechen. Ah, wirklich? Fandest du? Ach, ich fand... Ja, kann ich ganz schlecht sagen. Er hatte aber auf jeden Fall Bock, allgemein zu sprechen. Das Gefühl hatte ich schon. Der hat nämlich sehr viel erzählt, was aber natürlich auch toll ist. Schade. Aber schön, dass du reingeschaut hast. Stream schauen und abbauen, ob ich heute noch Tante werde. Ich wünsche dir viel Erfolg. Quarz zum Reparieren der Spitzhacke. Ach so, lol. Oh mein Gott, ihr seid so klug. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier gerade lang gehe. Ich will euch das zwar zeigen, aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie Angst. Aber das hier ist auch so ein krasses Biom, ne? Im Nether, das ich noch gar nicht so gut kenne. Aber das macht einem echt Angst. Wir spielen gerade auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Das hat sich meine Frau gewünscht. Also zum Zombifizieren müssen wir, glaube ich, kurzfristig auf das andere, auf hart stellen. Weil sonst stirbt uns nachher noch der Villager weg. Das wäre richtig beschissen. Ihr kamt in der Podcast-Folge kaum dazu, eure Fragen zu stellen. Ja, das ist absolut korrekt. Er hat von sich aus schon so viel erzählt. Aber das war cool. Also es war so ein dankbarer Gast, der Alexander Herrmann. Das war ja richtig nice Stories, hat er da ja rausgeballert. Ich habe Röststoff vor 4 Wochen angefangen und bin jetzt bei der Episode mit der Victoria Fuchs durch. Höre das nur bei Zugfahrten und genieße es sehr. Echt verrückte Welt, die Gastro. Ja, das stimmt, das is it. Dankeschön, dass du einschaltest und dir und dem eine Chance gibst. Und hallo Happy. Hallo Happy. Ich fand auch die Folge über das Kochen daheim super spannend. Ja, mit Max. Max ist auch immer cool. Max ist so nett, weil der sich immer so anbietet als... Alter, als ob du mich von da hinten beschießt, du kleine miese Hure. Oh Gott, ich werde hier sowas von runtergeschossen von den Wichsern. Max natürlich ein unglaubliches Wissen hat bei sowas. Oh, da müssen wir gar nicht mehr zum Dingens-Farmer gehen, weil wir können so unsere Spitzhacke ja auch wieder rausholen. Also, falls ihr euch fragt, warum das jetzt gerade meine Spitzhacke heilt, die Spitzhacke hat Mending auf Deutsch, weiß ich nicht, weil ich spiele auf Englisch. Aber das sorgt dafür, dass wenn ich Erfahrungspunkte bekomme, während ich das Tool benutze, mein Schwert hat das übrigens auch, dann Reparatur heißt das auf Deutsch. Dann repariert sich das Item von alleine, was ziemlich nice ist. Oh Gott. Aua. Da habe ich ein bisschen zu lange geguckt. Mann, dreh doch nicht um! Hat ja nur ein paar Schüsse gedauert. Boah, die ganzen Geräusche im Nether finde ich ja so creepy. Ja, Ball Forever finde ich ebenfalls so. Oh. Peter, das funzt übrigens mit Sachen, die Mending haben in deiner Offhand. Also da, wo du gerade das Schild hältst. Das wusste ich nicht. Das ist eine 10 von 10 Information.
Das ist cool. Oh Gott. Guck mal, hier habe ich noch lang gebaut. Und jetzt wird's richtig wild. Guckt euch das an. Das wusstest du, das hast du sogar mal jemandem erklärt. Nur wieder vergessen, der gute Peter. Ja, ja, man, also manchmal muss Wissen quasi gelöscht werden, um für anderes Wissen frei zu machen, sozusagen, Platz frei zu machen. Habt ihr privat weitergezockt? Ja, ja, wir haben noch am Wochenende ein bisschen gespielt. Und hier hatte ich dann keinen Bock mehr, weil hier sind mir auch die Steine ausgegangen und hier hatte ich keinen Bock mehr, nach der Festung zu suchen. Hier haben wir jetzt ja auch mehrfach alle Biome vom Nether sozusagen gefunden und erlebt. Oh mein Gott. Ist das denn ein sicherer Weg, wo ich auch hier laufen kann, oder werde ich da sterben? Nein, das ist kein sicherer Weg hier, aber das ist auch nicht der Weg zur Festung. Der Weg zur Festung ist sicherer. Fehlt da nicht diese Steinwüste? Oh, du hast recht. Vielleicht solltest du mir den nochmal zeigen, bevor du wochenlang offline gehst. Was willst du in der Festung? Nervenkitzel. Ah, Honey will den Nervenkitzel. Ja, zeig ich dir. Komm nochmal in Nether, dann komme ich da auch hin, dann zeige ich den. Oh mein Gott. Okay. Soll ich mir was Goldenes einpacken? Ja. Dankeschön, Juno. Warum geht Peter lange offline? Ja, da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Baldur's Gate 3. Kommt am Donnerstag auf dem PC. PlayStation 5 Spieler müssen noch ein bisschen länger warten. Xbox Spieler noch viel länger. Aber ja, es kommt für den PC raus am Donnerstag. Ich bin... Eigentlich ist das sehr dumm, sich so zu hypen. Weil ich hatte gerade dieses Jahr das ein paar Mal, dass ich mich auf ein Spiel sehr gefreut habe und dann relativ schnell festgestellt habe, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht. Und Hanni hat mich auch schon verarscht, dass es bei Baldur's Gate 3 genauso laufen wird, wie beispielsweise mit Zelda. Wo ich dieses Feeling ja zum Beispiel hatte, traurigerweise. Aber wir gehen mal nicht davon aus. Oh mein Gott, wieso bist du da? Welche noch außer Zelda? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Schatz, weißt du nur, bei welchen Spielen ich das noch hatte? Nee, weiß ich nicht, aber das war nacheinander auf jeden Fall. Ja, ne? Irgendwas war da noch. Final Fantasy! Final Fantasy war das noch. Da hatte ich das auch. Ja, Minecraft enttäuscht natürlich nicht, das stimmt. Aber, boah, Baldur's Gate 3 würde mich schon sehr, 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 sehr wundern, wenn es mich enttäuschen würde. Es sieht schon aus wie ein absolut krank riesiges Rollenspiel. Wo man aber auch wirklich das Rollenspiel groß geschrieben hat. Also, du kannst da ja wirklich ein Rollenspiel betreiben, indem du dir eine Figur überlegst und das entsprechende Volk und die entsprechende Klasse wählst. Und egal, was du vorhast, das Spiel hat irgendeine Antwort. Irgendeine Antwort hat das Spiel für dich. Egal, was für eine Scheiße du dir überlegt hast. Und sowas ist halt außergewöhnlich, ne? Also du kannst da wirklich die verrücktesten Dinge machen. Gleichzeitig ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon relativ komplex, weil es halt größtenteils nach dem D&D 5. Edition Regelwerk funktioniert. Das heißt, sehr viel Würfeln natürlich, weil es basiert auf einem Tabletop-Game. Oder Pen-Paper, nicht Tabletop-Game. Aber ja. Ich glaube, das geht schon klar. Mhm. Schatz, weißt du, was ein Pen-Paper ist? Ich habe schon Pen-Paper gespielt, Honey. Hey, du hast es schon gespielt? Was hast du gespielt? DSA. Als ob. Diese Diskussion haben wir jetzt schon dreimal geführt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was hast du für Charakter gespielt? Gaukler. Gaukler oder Gauklerin? Keine Ahnung, ich glaube, da hat man noch nicht gegendert.
Das hat doch damit nichts zu tun. Die Frage ist, ob du weiblichen oder männlichen Charakter hattest. Wahrscheinlich weiblich, oder? Ich weiß nicht, ich habe das nur einmal gespielt, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. So, ich bin im Nether, wo bist du? Ich bin im Nether. Ah ja, da, alles klar. Hallo. Ich hab mir eine Wand gebaut als Schütze. So, willst du Nervenkitzel? Ja, dann hast du mein... Warum steht auf deinem Rücken OF? Oh, ist das OnlyFans? Hast du ein OnlyFans-Cape? Ja, ich hab ein OnlyFans-Cape, ja. Der Chat fragt, wo Tit, passenderweise. Aber nein, das ist... Ich hab keine. Das ist Optifine. Ach so, hab ich das jetzt auch? Weiß ich gar nicht. Nee, hast du nicht. Hm. Ja, ich lerne Hanni jeden Tag aufs Neue kennen, ja. Ja, wir wissen, dass das auf Hannis Namen bezogen war. Alles gut, Chat. Ja, danke, Lakritzheld. Aber du bist einfach weitergerannt, ja? Hä? Du warst doch die ganze hinter mir. Ich habe vielleicht kurz angehalten, um Sachen abzubauen. Ich kann auch so nicht riechen. Ja, man kann sich aber zwischendurch umschauen. Das denke ich auch. Abbauen. Ich brauche das. Das ist das gleiche, wie wenn wir irgendwie im Supermarkt oder so unterwegs sind. Was ist denn so? Oder am Flughafen. Ich muss immer sagen, bitte warte, sonst bist du einfach weg. Ja, das stimmt. Und dann bist du schon durch die Kontrolle und ich stehe da noch und suche mein Handy. Ja, immer mithalten, immer mit dabei sein. So, jetzt so langsam ist meine Dingens hier schon wieder voll. Das ist echt 10 von 10 gut, dieses Reparaturding. Und mein Ziel ist es, Schatz, den einen Villager, der das verkauft, zu zombifizieren, sodass wir das für dich auch kaufen können. Cool. Für deine Sachen. Du hast jetzt ganz schön viele erwachsene Babys da schon, habe ich vorhin gesehen. Erwachsene Babys? Kadania, dankeschön für 10 Stufe 1 Subs, dankeschön. Soll ich hier runter? Danke, dass du dich nochmal umschaust. Der ist voll komplizierter Weg. Der ist einfach nur geradeaus. Was? Ja. Und hier links hoch. Hier sind wir in der Festung. Willst du die mal erforschen? Ich bleibe auch hinter dir. Ich bleibe auch hinter dir. Das sind so schreckliche Geräusche hier. Und ich höre auch die Schweine. Schweine tun nichts. Naja, ich dachte, die schubsen. Ach so, Entschuldigung. Die Schweinemenschen tun nichts. Die normalen Schweine tun wohl was, ja, stimmt. Ja, ich habe hier noch den ganzen Scheiß, den ich hier aufgesammelt habe, ne? Die Warzen und so ein Shit. Ich habe noch 2 Sattel gefunden, aber leider wieder keinen Nametag, ey. Das ist nervig. Ich habe meinen Schatz hier eh verloren. Ja, Chat, wir haben den blauen, das blaue Ding verloren. Den, ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Oh, das ist der Loren. Ne, Lohen. Lohen. Hanni, wie viel Level hast du? 34. 34 Level? Ja. Wieso hast du denn nichts verzaubert? Ich wüsste nicht, was du verzauberst hier alles für mich. Wie du dich hier hinter mir versteckst. Muss ich für dich töten? Ich weiß schon nicht, wieder? Ob die... Können die... Oh, das die Musik wird ja immer dramatischer, bei dir auch? Nee, ich habe die Musik ausgemacht und mach welche von YouTube-Video an. Kann man die auch erschießen? Ja. Wo bist du hin? Ich habe hier noch ein bisschen gekillt. Das lustige Chat. Oh, Wien, Alter. 34 Stufe 1 Subs? Also Wien, erstmal herzlichen Dank. Aber 34 Level.
Ach so, wegen 34 Level. Das ist wirklich sehr großzügig. Dankeschön. Wie wo YouTube-Musik? Ja, warte mal. Die läuft hier im Hintergrund. Gerade ist nur Songwechsel. Keine Sorge, kommt schon gleich, Chat. Kommt schon gleich. Ja, ein Slime, oder was ist das? Ja, ein Slime, ja. Also, Schatz, ne? Also, nur nochmal zur Erinnerung. Wir spielen auf normal. So viel können die dir gar nicht... So viel kann dir hier gar nicht passieren. Ich mag die Musik von Minecraft eher. Ja, das ist ja Minecraft-Musik, die ich hier ausgewählt habe. Warte. Ich weiß auch nicht, warum mir gerade nichts kommt. Das ist Minecraft-Musik. So, was ist da los? Warum bist du wieder hochgekommen? Nee, das habe ich nicht verstanden. Das wurde von Discord geschluckt. Da ist ein Magma-Slime. Ah ja, sehr gut. Das hat funktioniert. Ich muss immer in langen Sätzen reden. Ja, wenn du so schrei... Oh, oh, oh. Oh, jetzt wirst du auch noch beschossen. Verloren! Ich dachte schon, der Slime kann schießen. Nein, der kann nicht schießen. Und was macht man, wenn man brennt? Warten, bis es vorbei ist. Nicht Wassereimer zünden. Das funktioniert hier nicht. Ich hab Milch. Ja, Milch? Oh, dann bist du besser vorbereitet als ich. Ja, ich wurde ja ständig von diesen bösen Villagern angegriffen. Wenn Wien nach Zahlen fragt, ja. Oh, die Schüsse. Oh, gut ausgewichen, Schatz. Kann sein, dass du mich absichtlich hier... Was mache ich absichtlich mit dir? Mit zuguckst? Ja, natürlich! Was macht man denn gegen so eine Lohe? Naja, drauf zurennen und hauen. Und das schaffe ich? Ja, wie viel Leben hast du? Voll, oder? Essen auch voll? Mhm. Ja, dann schaffst du es. Aber dann soll ich am besten mal hochspringen und dann... Ja, dann machst du Critical Damage. Und nicht Spam, sondern immer mit ein bisschen Zeit dazwischen. Näher dran! Näher nicht weg! Drauf! Wie kommt ihr denn auf einmal hier rüber? Hau weg! Weiter drauf! Ich weiß nicht mehr, wo vorne ist. Jawohl! Sehr gut, Schatz! Du hast es geschafft! Und ich brenne nicht mal. Sehr gut. Brenne ich? Nein, du brennst nicht. Du kriegst schon mit, wenn du brennst. Okay. Oh, der Chat schreit GG. Ich weiß nicht, wer wo vorne ist. Finde ich aber auch sehr gut. Oh Mann, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, wie Xena, sagt der Chat. Danke für deine Unterstützung. Ja, hier ist ja Ende auch. Interessant, dass hier die Lohen spawnen, Chat. Da wollte ich euch nochmal gefragt haben, weil ich habe hier schon alles erforscht und hier ist kein Lohenspawner. Zumindest habe ich keinen gefunden. Können die hier trotzdem irgendwie spawnen? Können die überall spawnen? So, weil eigentlich ist der ein Spawner woanders. Ja, die spawnen auch random. Okay, alles klar. Das hatte ich dann irgendwie... Ich frage mich, haben die das irgendwann geändert? Ich glaube, ich höre ein Wither-Skelett über uns. Ja, ich auch. Oh, Wither-Skelette sind fies. Die withern einen. Was passiert denn nochmal? Dann kriegst du Schaden. Das ist wie vergiftet, nur schlimmer. Hilft da Milch? Da hilft Milch, tatsächlich. Ich habe keine Milch. Der Chat sagt, ich soll dir Dark Souls näher bringen. Nee. Ich hab's sogar schon, Chat, ich hab's sogar schon, warte mal. Ja, ein Wither-Skelett-Kopf habe ich. Wie cool ist denn das? Zwei noch, dann spawnen wir mit Honey den Wither. Den habe ich selber noch nie geschafft, glaube ich.
Außer Chat sagt jetzt wieder, dass ich was vergessen habe. Das würde mich auch nicht wundern. Da ist einer! Ah! Da! Lol, ich habe nur einen zweiten. Da hat er sich da einfach oben verschanzt. Ja, ich verstehe auch die Wahrscheinlichkeit nicht, Chat. Ich habe jetzt schon zwei. Ich weiß doch genau, wie lange wir für drei gefarmt haben in der Season 6. Und dann haben wir den gespawnt und haben nicht mal ansatzweise den geschafft. Was für... Ach ja, stimmt. Ich habe Looting 2, ne? Ne, Looting 3 sogar am Schwert. Ach, das erhöht die Wahrscheinlichkeit natürlich vollkommen extrem. Habe ich vergessen. Habe ich komplett vergessen. Danke, Chat. Der Snob wieder. Ja, so sieht's aus. Rigged. Auf dem Mod-Server habe ich 100 geschlachtet ohne Kopf. Selbst mit Looting 3. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Ne? Manche können und manche können nicht. So, Schatz, du wolltest eigentlich vorgehen, ne? Nicht ich. Aber sind wir nicht durch? Nein, nicht mal ansatzweise. Ich habe keine Ahnung, wo wir herkommen. Als ob die Drop-Chance höher ist, wenn wir normal spielen. Du weißt den Weg zurück. Ja, ja. Waren wir schon? Nein. Ich glaube, hier war ich selber noch nicht, wo du jetzt bist. Es ist so unangenehm dunkel hier, oder? Ja. Also man kann schon noch genug sehen eigentlich. Du hast auch auf hell gestellt, oder? Ich meine schon. Da ist eine Sackgasse. Mandulius, alles Gute an deinen Vater. Haben wir hier beschossen? Da ist ein Krieg! Schwein gegen Schwein! Oh, da sind die Lohen gespawnt. Da oben ist ein Lohnspawner. Oh. Dankeschön, Philipp, für den Resub und Kevin und Daro, Kojira und Pumi und Deadman's Pants und Noxgare und Rowdy Pabs und Albus Severus und alle anderen. Dankeschön. So, da kommen wir her, Schatz. Echt? Ja. Oh. Da oben ist eine Lohe. Worauf schießt die auf uns? Ey, was ist das denn für ein Snipe? Die hat schon lustige Augen, die Lohe, wenn man sich die mal so genau anguckt. Ich hab die noch nie von Namen gesehen. Aua! Du kannst jetzt mit C, kannst du zoomen. Stimmt, ich hab jetzt ja OnlyFans. Sag sowas bitte nicht online. Ach stimmt, ja, das war natürlich, wenn ich das als Frau sage, klingt das natürlich völlig falsch. Was? Aber schwierig, wie kommt man an ein C ran? Wie kommt man woran? C ist irgendwie... Ach nö. Mit welchem Finger drückst du denn C dann? Mit dem Zeigefinger einfach. Das ist so ja von D nach C ist ja jetzt nicht so weit weg. Ja, wenn man nicht so lange Fingernägel hat, ja. Dankeschön, Lady Malfoy. Malfoy für 5 Stufe 1 Subs. Anni, was möchtest du? Nicht sterben. Und was möchtest du jetzt hier noch? Ich weiß nicht, kommen wir hierher? Nein. Da oben ist der Lohnspawner. Genau. Brauchen wir noch irgendwas von hier? Nö. Sollten wir vielleicht einfach zurückgehen? Ja, warte mal kurz. Bleib mal kurz stehen. Ich will hier das machen für Thumbnail. Damit ich hier was Schönes von uns im Nether habe. Sehr gut. Danke. Warte, das muss ich mal kurz... Muss ich mal kurz eine Markierung machen. Ich bin so clever. Okay. Kommst du? Ich zeig dir, wie es zurückgeht. Honey hat nicht in die Cam geschaut. Honey? Ja,
Ich weiß jetzt, wusste jetzt aber auch nicht, wie ich das erklären soll, wo sie hingucken soll. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gelassen. Ich hätte das hinbekommen. Ja, ich weiß, aber das war auch so vollkommen in Ordnung. Ausgebeutet für die Klicks. Nicht da reinfallen? Wo rein? Na, ist egal. Nehmen noch Lohnstäbe mit für Tränke. Ja, ja, ich habe 31 jetzt hier schon. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ich muss mal kurz was essen. Ah ja, gute Idee. So, war das erstmal genug Nervenkitzel? Wenn du dabei bist, geht's sogar. Let's go! Start des Baus der Eisenfarm, wenn ihr wieder in der Overworld seid. Oh, Patrick Badder aus sehr. Ich habe Good News for you oder Bad News, je nachdem, aus welcher Richtung du kommst. Aber die ist schon fertig. Die habe ich schon gebaut. Ah, geh mal weiter. Oder komm noch mal mit. Ich wollte Chat was zeigen und fragen, was sie davon halten. Aua. Wo bist du hin? Einfach den Weg. Da. Oh, wie lange braucht es zu? Nee, die Eisenfarm ging super schnell. Die war auch total easy. Kann ich zeige euch dir gleich, wie die geht. Ist aber echt makaber. Ja, das stimmt. So, wo war denn das? Das muss ich nämlich selber mal kurz überlegen. Ich war schon wieder ein Wither-Skelett. Und Skelette. Ne, von hier aus kann man das noch nicht gut genug sehen. Dann gehen wir hier rum. Ah, oh, danke, Wien. Du bist auch süß. So, Chat, das da. Ist das so eine... ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ist das so eine Structure? Mit Kisten und allem? Eine Bastion? Oh mein Gott! Keine Panik, Schatz. Keine Panik, keine Panik. Wo wurden wir beschossen? Hast du auch gebrannt? Oh, dir geht's jetzt hier, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich habe auch gebrannt. Ah. Eine Bastion-Chat. Okay, gibt's da Sachen, die gut sind? Da, lohnt sich das? Weil ich glaube, das ist recht schwer da, ne? Weil die greifen einen so oder so an. Kann das sein? Egal, ob du ein Goldding anhast oder nicht. Ja, die sind brutal stark, ne? Da wird doch gerade schon wieder was erschossen. Ach, da, von hinten. Ja, ich sehe so. Na, da. Aua. Aua. Dammit. Okay, also, so eine Bastion zu raiden ist auf jeden Fall nochmal auf der To-Do-Liste. Weil laut Chat lohnt sich das, aber ist auch super schwer. Brauchst du für Netherite? Wie heißt das richtig? Oh. Netherite, oder? So heißt das, ne? Weil, hattest du jemals Netherite, Schatz? Was ist das? Das ist das Upgrade von Diamant. Es gibt noch stärkere Rüstung und noch stärkere Schilde und so. Damals gab es das noch nicht, als ich gespielt habe. Ich habe das einmal erfarmt und das war, wenn ich mich recht entsinne, als wir gestreamt haben. Aber Chat, könnt ihr mich mal kurz daran erinnern, wie man da dran kommt? Warum brauche ich eine Bastion dafür? Farmen im Nether geht auch. Das heißt, da in der Bastion gibt es die einfach in der Kiste oder was? Genau, weil wir haben es damals, glaube ich, gestrip-mined.
Okay, und dann einfach. Aber welche Farbe hat das denn? Okay, bei Bastion ist es eine Kiste. Wir haben es damals gestreamt. Auf Höhe 14 muss man es. Ja, gute Frage. Oh. Ich habe schon wieder vergessen. Ah, Also, 14 ist tief, oder? das, was du dann anhast, ist so ein. Ja, wie beschreibt man das? Ich würde sagen, so ein dunkelgrau. Oder braun. In braun ist es eher, stimmt. Du brauchst aber das Smithing-Template. Das gibt es nur in der Bastion. Wofür brauche ich denn das Smithing-Template? Ich dachte, die sind nur dafür da, um die Optik zu verändern. Ich dachte, ich kann einfach mit einem Netherite hier meine Pickaxe upgraden. So nach dem Motto. Ah, ne, seit der 1.20 brauchst du eine Schmiedvorlage. Okay, krass. Okay, krass. Good to know. Danke, Chat. Okay, man braucht eins. Ja, das heißt, die Bastion ist irgendwann mal fällig, würde ich sagen. Eins nach dem anderen jetzt aber. Wir gehen erstmal zurück, genau. Eine Smeed-Vorlage, ja, genau. So, Schatz, was wir brauchen, ist ein Brauraum. Wobei, ich habe mir überlegt, das im Brauen kann man auch hier in den Keller ganz gut bauen. Ja. Aber bevor wir das machen, zeige ich mal kurz, was ich da noch für einen Unfug gemacht habe, alles. Nachdem ich hier alles verstaut habe, natürlich. Oh nein, ich habe meine Sachen vergessen. Aber bei Netherwarzenfarm will ich, glaube ich, nicht im Keller einfach haben, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist nicht so schön. Nee, aber das ist nicht so schön. Endlich habe ich diese Eier im Inventar. Hey Klaus, what up? Oh, jetzt geht die Sonne unter. Ich habe jetzt so viel Shit, Alter. Wieso brennst du ein paar Steine? Weil ich die brauche für die Brücke. Ah. JXST Dino, Dankeschön für 10 Stufe 1 Subs, Dankeschön. Kommst du ins Bett? Oh, ja. Hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, hier. Hä? Irgendwie hänge ich fest. So, als erstes sehen wir sofort Hannis Bauprojekt. Hallo. Tür vor der Nase zugeknallt. Warte, ich will es euch noch gar nicht zeigen. Warte, ich versuche. Ne, ich zeig's euch direkt. Ja, noch nicht fertig. Ja. Noch nicht fertig. Aber wir arbeiten dran. Finde, diese Treppe kann man nicht runterrennen, oder? Warum nicht? Doch. Weil ständig an irgendwelchen Bäumen hängen bleibt. Das muss aber nicht. Brügge, ja genau. Hübsch, good job, Big W. Was ist Big W? Osa Win. Ah. Du hast im Internet so dieses mittlerweile so W-Take und L-Take. Positiv und negativ. Win und Lose sozusagen oder Loser. Das ist aber eine massive Brücke auch, muss man sagen. Also hier kann einiges drüber. Kannst mit dem Auto drüber fahren, ne? Kommt aber noch ein Geländer dahin. Ja, damit wir auch nicht rausfallen, wie Idioten. Ja. Vielleicht müssen irgendwann noch Schienen hier drauf passen. Anni? Ja? Schwebt die Brücke? Nein. Fehlt da vielleicht noch ein bisschen Baumstämme im Wasser? Nee, hinten ist einer. Ja, hinten ist einer, ja. Aber auf den ersten Blick sieht man das nicht, oder? Nee, ich hab's jetzt nur von der anderen Seite aus gesehen. Das ist eine schwimmende Brücke. Ja. Das Wasser ist sehr stabil. So, Chat.
Ja, jetzt hier mal ernst werden. Ja, ja Holz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das wusste ich noch nicht. Was denn? Dass ich da so viele Villager habe. Ja, das ist schlimm, oder? Weil ich hier die ganze Zeit am Bauen bin, ist es halt auch die ganze Zeit aktiv. Okay, ihr hört jetzt mal hier schön auf. Also ich hab's jetzt, ich hab ein Dach drüber gebaut, über die einzelnen Sachen, damit es von weitem aussieht wie so eines dieser Häuser. So ein richtiges Haus drum gebaut habe ich jetzt nicht. Aber es funktioniert, wie wir sehen. Klassischer Schulbus morgens um 7. Ja. Holy shit! Uiuiuiuiuiui. Ja, ist perfekt für eine Trading Hall. So sieht's aus. Typischer Gamescom Samstag. Oh, ist echt so. Oh Gott, ich bin ja mittlerweile so weit, Chat, dass ich alle negativen Sachen von der Gamescom vergessen habe und mich wieder auf die Gamescom freue, weil ich war ja letztes Jahr nicht und davor ist es 2 Jahre ausgefallen. Das heißt, ich hatte jetzt 3 Jahre Pause. 3 Jahre keine Gamescom für mich. Und das ist so lang gewesen, dass das typische menschliche Gehirn zuschlägt und man die negativen Sachen ausblendet. Ich weiß noch genau, wie zerstört ich immer nach den ganzen Gamescoms war. Und gesagt habe, boah, ey, wenn die wegfallen, würde wir gar nicht so schlimm. Und jetzt bin ich wieder so weit. Boah, hab schon so ein bisschen Bock. Aber am meisten freue ich mich aufs Abendessen mit den Mods. Das wird cool. Was mit meinem Hintergrund? Mein Hintergrund? Achso, ich ist wieder nicht. Ist wieder komisch gekeyt, wa? Ihr sagt mir das denn keiner. Musst ja nicht fürs Ticket zahlen. Das ist richtig. Und die Aufträge, die wir vor Ort haben, mehr als refinanzieren und Hotel- und Reisekosten. Also, so gesehen, super. So, bisher haben wir einen Villager. Hello. Der gibt uns Mending für 28 Emeralds. Das ist ein bisschen viel. Wie so ein Peter Rein. Klaus, das ist only... Ach, mein Gott. War nicht Absicht? Nein, das war keine Absicht. Das ist optimal. Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Das ist so eine kleine Mod namens Optify, die wir schon lange bei Minecraft immer mal wieder benutzen, die dafür sorgt, dass das Spiel ein bisschen besser läuft, ein paar Sachen anpasst, dir mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt und du mit C einfach zoomen kannst, was eines der geilsten Features überhaupt ist, finde ich. Mache ich total gerne. So, hier ist unsere Eisenfarm. Ich würde sagen, sie funktioniert. Wieso sind hier so viele Blumen? Spawnen die Eisengolems manchmal mit Blumen? Ja, habe ich auch schon gedacht. Muss eigentlich. Vielleicht wollen die dadurch Frieden bringen. Ah. Ja, okay, also der Hintergedanke ist folgender. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das hinbekomme, ohne alles zu zerstören. Okay, man sieht jetzt zumindest die 3 Villager, die ich hier unter Tage eingesperrt habe. Die sind alle auf so einem Bett. Also jeder von denen hat ein Bett. So, ne? Und ihr könnt an den 3 vorbeigucken, die sind so eingesperrt. Und direkt auf der anderen Seite von denen ist in einem Boot ein Zombie.
Den habe ich da einfach so rein, der ist mir nachts einfach gefolgt, da hinten die Treppe runter, die ihr da auch seht. Und irgendwann saß der halt in diesem Boot. So, und dadurch, dass der die ganze Zeit da ist und die Villager sozusagen die ganze Zeit in heller Aufregung sind und Angst haben und ich oben dafür gesorgt habe, dass, also würde ja normalerweise dann irgendwie Eisengolem spawnen, wenn ich das richtig verstanden habe, um die zu retten. Oh mein Gott. So, und da wir hier oben in einem 7x7 Feld um die Farm die Wege alle so zu Wegen gemacht haben, glaube ich, kann der Eisengolem da drauf nicht spawnen. Und deswegen spawnt er immer im Wasser. Und das heißt, der spawnt im Wasser und wird dann durchs Wasser hier in unsere Lavakonstruktion geschoben. Und da stirbt er dann. Und dann werden seine Items hier unten aufgefangen und dann in die Kiste gesetzt. Naja, und jeder gibt halt 3 Eisen. Und das läuft halt einfach die ganze Zeit. So, durchgehend. Und so... Also, man darf da halt wie auch, ne? Also, wie auch hier, wo wir die 2 eingesperrt haben, um zu poppen... Und deren kompletten Kinder da gefangen sind wie am Gamescom-Samstag, darf man nicht zu lange drüber nachdenken, dass wir 3 Menschen da unten eingesperrt haben und durchgehend in Angst und Schrecken versetzen, nur damit vom Spiel her eine Beschützerfigur gespawnt wird, die wir dann langsam und schmerzvoll in der Lava töten können. Ja. Ist halt... so nicht optimal von der Ethik her, aber optimal von der Eisen her. Ich fühle mich wie Shell oder so. Alles einfach ausreizen und ausnutzen. So. Und dadurch, dass wir jetzt brauen können, brauchen wir unter anderem die Tränke. Die Schwächetränke heißen die, glaube ich. Das heißt, wir brauchen eine Braukammer. Eine Braukammer. Und eigentlich brauchen wir auch Zuckerrohr. Dafür gibt es auch Farmen. Sag mal, da auf deiner Seite des Ufers, ne, sind da irgendwie 3 Boote. Und hier ist keins. Weiß ich nicht, ich nutze mal die Treppe. An die Brücke. Ja, ich habe gerade genau gesehen, dass du mit dem Boot reingefahren bist. Das benutze ich zum Bauen. Das ist mein Boot. Ach so. Ja, gut. Dann benutze ich doch einfach auch mal die Brücke. Sei doch nicht so. Warum bist denn du jetzt so? Warum bist denn du jetzt so? Oh, ich glaube, es wird dunkel. Glaub auch. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, Chat. Also wir können, finde ich schon, hier unseren Keller gut zu einem Brauraum machen. Ich liege im Bett. Oh, ja, okay. Wollen wir hier dann auch die Warzen anbauen? Nee, ne, das passt irgendwie optisch, finde ich, nicht so sehr. Also machen wir das wahrscheinlich eher in so einem Geheimraum hier unten. Einfach irgendwo einen Baum rein, ach, einen Baum, Raum reinschlagen, da die Warzen anbauen. Und fertig ist die Kiste. Machen wir einfach hier. Safe-Warzen-Farm muss in der Nähe des Brauraums sein. Ja, aber gleichzeitig ist das halt optisch auch irgendwie nicht so geil. Und so viel Platz haben wir da gar nicht unten im Keller. Klar brauchst du theoretisch zum Brauen auch wirklich nur den Braustand. Und warte mal, brauchte man überhaupt die Cauldrons? Diese Dinger, braucht man die überhaupt?
Ich habe gerade schon wieder vergessen. Nee, ne, braucht man eigentlich theoretisch gar nicht. Man braucht aber Wasser, logischerweise. Man braucht schon eine Wasserquelle. Am besten eine unendliche Wasserquelle wahrscheinlich. Damit du die Fläschchen füllen kannst. Boah, gab's denn nicht mittlerweile auch schönere Sachen? Als eine unendliche Wasserquelle? Einfach nur, als dass man da so 4 Blöcke hinmacht mit Wasser. Oder 2. Tja, ich weiß nicht, ob es was Schöneres gibt. Also du meinst aber schon auch eine unendliche Wasserquelle, ne? Ja, aber nicht nur einfach so ein Loch. Ja, da kann man ja was drum bauen. Man braucht nur die Lohnstäbe und die Zutaten. Ja gut, man braucht ja trotzdem Wasser. Jeder Trank basiert ja erstmal auf Wasser. Wie eins reicht, dann ist das doch super schnell leer, oder? Man kann einen Kessel mit Wasser füllen. Ja, aber dann geht doch der Kessel leer, oder nicht? Oder habe ich das gerade komplett falsch in Erinnerung? Boah, ich habe schon echt lange nicht mehr gebraucht. Ich habe das schon so häufig gemacht. Du wirfst die nur ins Wasser. Ein 1x1-Loch mit Wasser reicht. Und dann reicht wahrscheinlich auch ein Cauldron, ne? Für die Optik dann halt quasi. Kessel geht leer, ein Block Wasser nicht. Ah! Das ist der springende Punkt. I see, I see. Mein Chat labert. Kessel und ein Tropfstein drüber, weil der dann immer wieder voll geht, oder was? Gibt's eigentlich bei Minecraft sowas wie Marihuana? What the fuck? Was? Klaus, what the fuck? Wo kommt das denn jetzt her? Ja, Klaus Balzbier ist verwirrt. Tropfstein haben wir, glaube ich. Habe ich ja auch über unser Bett einmal gebaut, um die Foltermethode zu benutzen. Oder war das auch auf dem im ersten Stream? In der Bedrock-Version. Ja, das war in der Bedrock-Version. Stimmt, scheiße. So, das reicht ja auch, glaube ich. Die Amsterdam-Mod. Da muss aber über dem Tropfstein ein Block Wasser sein. Oh, das ist natürlich dann auch nicht so optimal, ne? So, geh mal Soulstand hier. What? Oh, uch. Sollte cool werden, hat nicht geklappt. Ich find's geil, dieses Geräusch, wenn du Soul Sand abbaust. Chat. Ja, oder platzierst. Das klingt immer so, als wird so ein Zombie stöhnen. Ich will mal ganz kurz sagen, wie perfekt ich das hier gebaut habe für die Menge, die ich habe. Das war kompletter Glücksfaktor. Oh, du bist Hobbygärtner. In Deutsch heißt es Hobbygärtner. Wie heißt es im Englischen? A seedy place. Seedy place? Ja, seedy heißt... Ist das wahrscheinlich ein Wortspiel? Seed. Ja, genau. Ja, ich verstehe es aber selber nicht, ehrlicherweise. Weil ich nicht weiß, worauf das anspielt. Einer fehlt, aber so viel habe ich halt noch nicht. Werder Bremen will mich ärgern. Warum ist Lewis Hamilton eigentlich nur der zweitbeste Fahrer hinter Alonso, fragt er. Das finde ich schon hart Max Verstappen gegenüber, bin ich ganz ehrlich. Okay, lass mal kurz gucken, Chat. Wir können hier eigentlich nicht ein Cauldron hinmachen.
Darüber ein Tropfstein und darüber Wasser, weil darüber ist quasi unsere obere Etage. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen ein Einzelfeld Wasser machen. Ich bin für Ballack. Hamilton, starker Mittelfeldfahrer. Wer ist Max? Ah! Habt ihr eure Formel 1-Expertise von Jay auf Twitter gelernt, oder was? Okay, wir holen uns erstmal Wasser. Aber wir müssen uns mal so ein bisschen überlegen, welche Items wir benutzen wollen, um diesen Raum quasi optisch ansprechend zu machen. Ich weiß auch nicht so ganz, was der... Schatz, was macht denn der Schalter bei uns in der im Truhenraum? Hast du mal umgelegt? Ich glaube nicht. Weiß Darf ich nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen damit, einfach Schalter umzulegen. Ich bin sehr geburnt von Season 5 noch. Wird schon nichts passieren. Wäre so witzig, wenn jetzt einfach alles in die Luft fliegen würde. Das macht gar nichts. Nee, macht auch nichts. Wow! Wie du ja einen Ablass dabei. Dass du mich noch nicht früher darauf angesprochen hast. Hast du schon gedacht, dass das nur Quatsch ist, wa? Ja, im Grunde schon, weil hier auch diese ganzen Dinge an der Wand sind, wo du diese Seile dran machen kannst. Und ich dachte mir, was hat Hanni da wieder für einen Quatsch gemacht? Das ist ein Haken. Aber wofür? Alles hat einen Haken. Na, So. Wir nehmen trotzdem so ein Ding einfach für die Optik. Vielleicht nehmen wir sogar zwei. Einfach für die Optik. So, ich weiß, dass wir auch irgendwo haben wir so einen Brautisch. Ja, der ist, glaube ich, in der Kiste. Yes, hab's gefunden, danke. Aber da waren ja auch noch Cauldrons damit. Guck mal, wir haben aber Tropfsteine, witzigerweise. Hab auch schon welchen gesehen. Oh nein. Hast du es gehört? Nicht. Oh, die Waschmaschine ist fertig. Oh, deine Wäsche ist fertig. Meine Wäsche? Ja, ich wasche doch immer deine Wäsche. Was? Das ist eine absolute Lüge. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Wie macht man nochmal diese Dinge? Macht man die hiermit? Und hiermit? Kann ich jetzt so einen Fensterrahmen machen? Wie kann ich denn so einen Rahmen machen, die du so viel gemacht hast? Mit Leder. Mit Leder und? Sticks oder was? Stöcker, ja, Sticks, genau. Ah, ja. Ich will was ausprobieren. Ist wahrscheinlich komplett alter Hut für alle, die zuschauen, aber ich habe gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht. Man kann eine Wanduhr machen. Funktioniert die? Ja, die funktioniert. Ach, krass. Gut. Die Frage ist, kann Peter sie lesen? Wie süß. Oh, ihr kleinen miesen Mur. Ich liege im Bett. Ja, ich auch. Siehst du, dass es dunkel ist, oder? Peter 1.14 grüßt. Bin schon frech hier.
So, was hab ich mir noch überlegt? Iron Bars? Vielleicht, muss ich nochmal gucken. Sind Iron Bars, was ich denke, was die sind? Ah ja, I like it. Wobei, gibt's nicht auch Ketten? Ketten. Ja, gibt's, da kannst du auch die Lampen dran hängen. Chain. Dammit. Achso, warte. Chain, dafür brauche ich. Gönnen wir uns mal so ein paar Ketten. Scheiße, wie heißen denn die Lampen? Damit, ich habe vergessen, wie die gehen, aber irgendwas mit Fackeln. Ah, Lantern, sehr gut. Danke, Chat. Ah, dafür brauchen wir auch wieder mehr hiervon. Gut, wir haben ja mittlerweile wirklich, wirklich genug. Ups. Dinge hier Eisen. Das ist ja jetzt wirklich gar kein Problem. Was würde noch passen? Da könnte man sich jetzt bestimmt auch online wieder echt geile Inspiration holen. Aber wir brauchen natürlich auch Kisten. Da würde ich dann eher wahrscheinlich Fässer machen. Boah, es hätte schon einen Vorteil, wenn ich wüsste, wenn ich viele Begriffe auf Englisch wissen würde. Dammit. Barrel. Warum spielst du denn auf Englisch? Ja, weiß ich nicht. Hab ich bei Java immer gemacht. Mhm. Das ist ein gutes Argument. Ja, ist eigentlich ein scheiß Argument. Aber gleichzeitig ist es natürlich, wenn du so online Sachen nachguckst, auch immer sehr praktisch. Aha. Weil online, achso, ja, weil, ja. Man könnte auch einfach die deutsche Wiki gucken, weil das wäre irgendwie auch ganz schön smart. Naja, jetzt sollten wir nicht zu lange drüber nachdenken. Das gefällt mir. Wie ist denn das? Ich muss mal eine wichtige Frage stellen, Chat. Gut. Ist das ein Wasserblock? Oh ja, ist es. Ist es. Okay, wie kann ich das nutzen? Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwie werde ich das nutzen können. Irgendwie werde ich es nutzen können. Im Boden ist ja scheiße erstmal, ne? Das wollen wir ja nicht. Also nehmen wir das mal wieder raus. So. Aber wenn ich das jetzt auf der Höhe mache. Ja, es gibt nicht so wirklich so einen kleinen Block, den ich jetzt davor. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ich will nur wissen, ob es geht. Okay, es würde gehen. Aber es sieht scheiße aus. Die Ecken bräuchtest du gar nicht. Das wiederum ist ein bisschen witziger. Oh, Falltür. Ha.
Devin Crusader, kannst du mal cool sein. Falltüren, 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 Falltüren. Aua. Mach den Block unter der Treppe weg. Dann fließt das Wasser nach unten. Moment, Moment, Moment. Das will ich auch noch mal kurz ausprobieren. Lass das. Das ist damit gemeint. Dann hat das so einen optischen Fluss. Oh, ich habe eine Idee. Und den Schalter mitgenommen? Ja. Und Haken? Was ist denn hier passiert? Ist das ein Wasserhahn jetzt? Sollte so sein, ja. Bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Wo sind die Haken? Habe ich die nicht aufgesammelt? Ich habe einen Haken im Inventar. Ja, ich glaube, mein Inventar war voll. Dann muss da noch ein Büschel drüber, wenn er so runterhängt. Ein Büschel? Was ist denn für ein Büschel? Ey, gar nicht so bad, ey. Ich finde, das sieht cool aus. Weiß nicht. Naja. Absolute Frechheit hier. Wie, findet der Chat nicht gut? Ja, nur manche. Viele haben sehr nette Sachen geschrieben. Aber hier kann ich jetzt logischerweise nichts neben machen, ne? Wollt ihr lieber Eisentrapdoor? Können wir natürlich auch machen. Hast du jetzt schon einen Plan, wo die Warzenfarm hinkommt? Habe ich schon unten hingebaut. Was einfach heißt Treppe unten? Runter links. Das ging aber schnell. Ja, das geht easy peasy, lem squeezy. Kann ich das da draufstellen? Nice. Nice, Cork. Wie bitte?
Sorry, das war Rain Afka gelabert. Okay, falsche Holz natürlich, aber. Oh, das ist ein schöner Sonnenuntergang. Oh ja, das ist wirklich süß. Hä? Habe ich hier aus Versehen in die Wand gehauen? Komm mal. Liegst du im Bett? Nee, aber ich komme. Anni, was soll das da? Ich lieg im Bett. Du weißt gar nicht, wie das geht überhaupt mit den Seilen, oder? So Seile. Ja, Shader sind schnell installiert. Jo, weiß ich. Habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht. Du kannst auch auf die Trapdoors was draufstellen, dann sieht es ein bisschen aus wie die Theke für den Hausstand. Ja, habe ich auch überlegt. So, ich will ja so ein bisschen optische Abwechslung hier natürlich reinbringen. So, dass das nicht einfach nur so alles nebeneinander ist. So kann man dann ja natürlich zum Beispiel hier daneben auf jeden Fall so eine Laterne stellen vielleicht. Was kann man denn da drauf stellen? Sowas wie. Blumentopf, ne? Blumentopf ist so ein Klassiker. Ich glaube, ich will das alles nach links verschieben. Und das dahin, sodass das so ums Eck geht, you know? Wie so eine Eckküche. Und dann probieren wir es gleich nochmal mit Eisenslabs. Slabs-Dinger. Oh, Honey hat Honey gesammelt. Oh, Kerzen finde ich auch gut. Wie gehen Eisentrapdoors? War schon das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den Fortschritt da bekommen habe. Oh, Chat, ich weiß nicht, ob die gut aussehen. Oh, Lesepult mit Buch finde ich auch einen guten Hinweis, Chat. Muss ich die mit Schaltern dingensen? Oder was? Moment, habe ich den noch dabei? Ja. Hä? Und dann bleiben die, also ich kann die dann auch nicht abbauen, oder was? Das ist ja beschissen. Ich finde aber auch Holz optisch besser, weil Holz auch keine Löcher hat. Weil da gibt ja gar keinen Sinn, so ein Wasserding mit Löchern zu machen. No oder feel? You feel me? You feel me? Also ich fand Holz auch schöner. So. Frau hat gesprochen. Rein. Du hast schon Tränke gebraut? Nee, die habe ich gefunden. So. Ich habe auch welche gefunden. Oh, die hast du wahrscheinlich auch schon hochgeholt, oder? Ja.
Ich habe auch so Schmiedevorlagen. Ach, verdammte Scheiße. Ja, Schmiedevorlagen, das wiederum ist zum Verschönern. Ja, aber ich weiß nicht, geht das jetzt nur bei Lederrüstung oder bei allen? Es geht bei allen. Und was braucht man dafür? Muss man da zum Schmied gehen? Ja, was braucht man dafür? Gute Frage. In die Ecke kann kein Fass, weil die Ecke ist hier zu, sozusagen. Da können wir, glaube ich, gar nichts hinmachen. Außer vielleicht... So. Das geht. So könnte man es machen. Ein Schmiedetisch. Ja. Okay, ein Schmiedetisch ist nicht schwierig. So eine. Du könntest auch einen Teppich drüber legen als Tischdecke. Es würde auch ein Fass hier. Moment, es würde hier ein Fass passen. Sind die kleiner? Nee, hier passt doch kein Fass hin. Ach so, warte, jetzt habe ich es erst verstanden, ich Vollidiot. Ich mache die Trapdoor einfach weg und mache da ein Fass hin. Das ist euer Punkt. Warte mal, das können wir allgemein machen. Das ist wie so eine Waschmaschine. Fand's vorher besser mit den unterschiedlichen Höhen und so. Verstehe ich auch. Drehen. Ne, ich fand das Fass so da eigentlich ganz gut als Abschluss. Oder wollt ihr aber, warte. So kann man es natürlich auch machen. Oh, Honey, hast du dir schon was gecraftet? Oh mein Gott! Bin ich nicht hübsch? Wie cool ist denn das? Oh mein Gott. Das ist wirklich süß. Ja. Jetzt ist die Vorlage aber weg. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ja, ich habe noch einen. Ich habe auch noch eine. Willst du auch deins verschönern? Nee. Es geht mit Kristallen und Barren. Also kannst du wahrscheinlich auch Gold, Silber. Keine Ahnung. Kupfer. Ich weiß nicht, was es noch für Barren gibt. So, was für Pflanzen sind gut in so einem sumpfigen Ding? Kann man natürlich jetzt was reintun, theoretisch. Ja, da ist eine fette Vase, das stimmt allerdings. Da kann man auch was drauf machen. Oh, Fliegenpilz finde ich sehr gut. Kann man Netherwarzen da reinmachen? Nee. Ja, Kerzen. Ja, aber muss ich nochmal gucken, wie das geht. Candle. Ach, Honig, Honey. Du hast doch gerade Honig gesammelt, oder? Ja. Wo haben wir das? In der Kiste, die keine... Oh ne, beim Essen ist das tatsächlich. Yummy, yummy, Honig. Ach so, das sind Honigbottles. Wie komme ich denn an die Wabe davon dann? Rechtsklick da drauf, aber jetzt wahrscheinlich die gerade nicht mehr... ready dafür.
Wo hast du die Wabe verarbeitet, oder was? Nee, man kann entweder Fläschchen drauf machen oder ich glaube mit der leeren Hand Rechtsklick. Aber gerade tropft das Ding nicht. Ich weiß nicht, ob das dann auch geht. Ah ja, okay. Dazu brauchst du eine Schere. Aber der muss reif sein dafür. Fick, haben wir Pilz. Haben wir Pilze mitgenommen? Dammit. Ja. Also ich habe schon ein Pilzbiom gesehen, aber ich glaube, ich habe keine Pilze genommen. Ja. Pilze stehen, aber ich glaube, du Stehen Pilz. auch viele. Ja. Habt ihr Lags, Chat? Ja, Beine. Oh, wieso habt ihr Lags? Oh. Sollte nicht sein. Nee, ich bin gerade nicht am Hochladen, Chat. Wir müssen das mal kurz ein bisschen entweder aushalten oder es liegt am Stream-Server. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber aktuell nur 158 Skip-Frames und das ist jetzt hochgegangen. Ich kann Support irgendwo hinführen, muss ich irgendwie wieder so ein Ding da machen. Das war ein La Jetzt sehe ich es bei meinem OBS. Ich sehe OBS. Oh, das ist auch ein harter. Ich bin gerade in Nessa gegangen. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Wir haben einfach ausgelassene Frames. Ich weiß selber nicht, woran es liegt. Scheint ein Internetproblem zu sein. Uns? Ja. Okay. Aber dann nur Upload, oder? Ja. Ja, kurz die Fähre, ich bin auch gerade auf meinen anderen Bildschirm am rumgucken. Nee, Telekom haben wir, Chat. Ach, Hanni, deine Rüstung ist so hübsch. Dankeschön. Oh, du hast mir einen Pilz besorgt. Ja. Dankeschön. Was hältst du hier von meiner Brauerei-Ecke? Ich finde das cool. Wirklich.
Was war das jetzt? Nix. War hier noch ein brauner Teppich hin? Hm, brauner Teppich. Aber dann haben wir aber viel braun, oder? Hm, weißer Teppich? Das ergibt gar keinen Sinn. Wieso? Weil das zu schnell schmutzig wird? Ja, das sieht, du hast hier aufs Bild ein Wasserfläschchen gemacht? Ja. Ist ja süß. Oh Gott! Mein Gott! Chat sagt, grüner Teppich vielleicht. Was haben wir denn für einen Teppich? Pink. Aber wir können ja auch Schafe eben grün färben. Aber wir haben sogar noch ein bisschen weiße Wolle. Ich habe noch eine lustige Idee, die habe ich gerade im Chat gelesen. Weiße Wolle, achso, die müssten wir färben dann sozusagen. Ja. Mit Kaktusse zum Beispiel. Oh, geht Kaktusse gar nicht. Oh. Hey, wie kommt man denn nochmal grünen Farbstoff? Doch eigentlich mit Kaktus, klar. Einfach einen Kaktus in dein Feld und dann kommt's rechts wieder raus. Oh, oder muss man die brennen? Nee. Ah doch, musst du. Doch. Entschuldigung. Ja, also das andere hat auf jeden Fall nicht geklappt. Brennen funktioniert besser. Grüner Farbstoff. Moment, ist das so gut, ne? Jetzt haben wir keine Kaktusen mehr. Oder so besser? Ja, so ist nicht gut. Warte, das ist gut. Das machen wir so. Das ist unser Bierfass. Ja, ganz wichtig auch hier, natürlich. Dafür brauche ich aber nochmal einen Rahmen. Oder Fass hochkant. Findet ihr das besser? Wo sind denn die ganzen Tripwire-Dinger? Kannst du mir davon einen geben? Jetzt mit mir? Ja. Was möchtest du? Die Tripwire-Dinger. Tripwire. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Dann sag mir doch ungefähr, was es ist. Ja, das, was du hier die ganze Zeit an der Wand hattest. Ah, da oben sind ja noch welche. Haken, genau. Ja, warte, wir probieren nochmal hochkant, Chat. Weiß ich aber nicht. Ja, doch, kann man machen. Ich finde das auch besser so. Mit Krug meint ihr dann so ein Ding daneben? Wie macht man am besten was in Krug? Am besten so, oder? Auch das Wichtigste hier mal endlich untergebracht, mal ein gutes Bier, ne?
Okay, finde ich gut. Ups. So. Bier nicht eher mit braunem Pilz. Wieso mit braunem Pilz? Das Fass so ausgerichtet würde in echt nicht funktionieren. Ja, wir müssen jetzt mal ausblenden, dass obendrauf dieses Ding ist. Wir haben da ja angeschlagen. Ist ja egal. Seegurke als Gläser finde ich eine interessante Idee. Probieren wir auch einmal. Einmal gucken. Ja, man kann ja immer wechseln. Warte mal, das war doch dann noch, dass es anders wird, wenn du zwei nebeneinander setzt, ne? Schon ganz witzig. So. Aber ich würde, glaube ich, nicht vier machen, sondern zwei. Zwei finde ich am besten. Persönlich. Da ist unsere Bierecke. Oh, weißt du, was wir noch machen? Nein. So. So. Oh, Kessel mit Lagerfeuer drunter ist ja auch mal interessant. Die Idee. Lagerfeuer. Wie ging denn nochmal Lagerfeuer? Kohle. Stöcker. War es noch ein Eisen? Kohle, 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 Kohle. Aber der Baumstamm, ist der Baumstamm, wird der dann gebumst? Bei Lagerfeuer? Wieso heißt das nicht Bonfire? Heißt das nicht Bonfire? Wieso spielt das nicht auf Deutsch? Wenn er mir nicht auf die Eier geht. Ich habe kein Holz. Muss das so richtig? Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Muss das so richtige Holzblöcke sein? So richtige Logs? Ja. Ach so, shit. Ja. So, Honey, ich habe jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht gleich was abfackel. Deswegen muss ich da ein bisschen safer rangehen. Im Lagerfeuer? Ja, oder kann das mit dem Lagerfeuer nichts kaputt machen? Oh, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin mal auf Nummer sicher gegangen. Das ist gut. Gefällt mir.
Ja, wie macht man eine Abzugshaube? Am besten. Gibt es einen schrägen Block? Lass mich mal kurz überlegen. Also ein Slab ist dann vielleicht irgendwie... Quatsch. Oh, Trichter finde ich gut. Trichter finde ich gut. Treppe würde auch gehen. Aber wir probieren gleich mal Trichter. Erstmal Wasser rein natürlich. Wir haben zu wenig Holz dabei. Wir haben schon wieder viel zu viel Shit am Start. Mein Inventory ist voll. Oh, ich mag gerade diese Musik von Minecraft total gerne. Trichter wäre halt falsch herum. Nee. Ah, doch. Doch, wär's wohl. Nein. Warte. Man kann sie nicht andersrum machen. Oh, ihr hört die Musik kaum. Also wenn man natürlich das nicht anders machen kann. So dann natürlich falsch rum, ne? Das ist dann halt Quatsch. Deswegen vielleicht doch eher eine Treppe. Ach. Ja, wobei, das sieht auch nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Steinzaun mit Eisentrapdoor. Muss hier mal kurz einfach ein bisschen Shit weg loswerden. Oh, wieso habe ich gerade Erfahrungspunkte bekommen? Hat hier was umgebracht? Ja. Schweinemenschen? Ja. Der Arme. Ach. Okay, das ist der beste Vorschlag bisher. Würde ich sagen. Das sieht schon nice aus. Das sieht aus wie eine Abzugshaube. Nicht gut.
Ja, ich bin bei euch. Wir machen hier, damit das besser aussieht. Wollte ich eine fucking Treppe machen, die wir jetzt aber gar nicht haben. Das heißt. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht doch lieber nicht die Abdeckung haben möchte. Weil das Grau eine schöne Abwechslung eigentlich auch reinbringt. Aber ich bin gerade selber unsicher, deswegen werden wir uns sofort einfach nochmal beides ganz genau angucken. Und dann werden wir schon zu einem Ergebnis kommen. Jetzt habe ich aus Versehen das Ding ein bisschen gedreht, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Also, asozial, wenn man das macht. Willst du denn jetzt grünen Teppich haben, Also, wie findest du das denn da? Weil ich finde das ganz cool eigentlich. Honey? Ich habe noch mehr grüne Wolle sonst, wenn du willst. Ja, gönn mal. Dann mache ich Teppich daraus. Mach doch mal Teppich raus. Ich habe noch ein paar Schafe gefärbt. Haben wir jetzt ganz viele grüne Schafe? Nee, nur zwei. Also man könnte es halt entweder so machen, aber ich verstehe auch den Punkt, wenn man sagt, ey, es ist eigentlich ganz cool, wenn du ein bisschen Grau als Abwechslung hast. Gette ich auch. Ich glaube, mir gefällt das mehr mit dem Grau als Abwechslung. Man sieht dann auch das Feuer, was mir mehr gefällt, als wenn man es nicht sehen würde. Deswegen würde ich es lieber so lassen. So. Dann können wir jetzt mal so langsam anfangen zu brauen, glaube ich, nachdem wir ein bisschen geschlafen haben. Hier können wir noch unsere Sachen hinpacken. Seegurke war hier. Was wir jetzt natürlich brauchen. Boah, braun, ey. Ich vergesse das jedes Mal. Ich mache das dann immer nach Wiki und dann vergesse ich es wieder. Ganz schlimm, ganz schlimm. Haben wir Sand da? Hier ist noch gebrannter Stein. Oh, wo kommt der denn her? Was schickt ihr mir da gerade für Twitch-Clips von Bonjwa? Hat er wieder über dich gelästert? Weiß ich nicht. Vielleicht noch ein paar Ranken an der Wand hochwachsen lassen als Akzent. Das finde ich auch gut. Haben wir Ranken? Können wir überhaupt Ranken holen ohne Silk Touch? Weil wir haben noch keinen Silk Touch. Ach, by the way, Schatz, Eine ich. Schere, oder? Ah. Niklas will beim PUBG-Turnier mitmachen. Schere, okay. Schatz, ich wollte dir noch Oder was geht das verzaubern. nicht? Ja. Aber das kannst du auch einfach selber machen. Wobei, ich kann das aber auch machen. Gib mal kurz alle deine Rüstungsteile, bitte. Auch den Helm? Nee, den Helm nicht. Baby. Geil. Was haben wir hier? Protection 3 und Thorns 2 und der Rest hat Protection 4. Okay. Okay, Chat, das würde mich jetzt mal interessieren. Würdet ihr bei Protection 3 auf der Chestplate euer Buch mit Protection 4 dafür benutzen? Oder würdet ihr neu Protection auf die Boots machen? Warte mal, vielleicht haben wir sogar noch mal Protection.
Protection 2, Protection 1. Ah, warte, wir können was machen. Ah! Okay, Schatz. Was hast du gerade gemacht? Einen Bogen verzaubert. Du musst deine Platte hier bei dem Amboss nicht Ach anziehen. So, was... Ja. Stimmt, normal verzaubern wäre auch gut gewesen. Beim Amboss in den linken Slot machen und Unbreaking 3 in den rechten Slot. Ich habe nämlich alle gerade meine Level für dich ausgegeben. Und dann dir das rechts müsste dann deine Platte sein mit Protection 4 und Unbreaking 3 und allem, was da noch so bei war. Mhm. Hat funktioniert. Chat, Ansage an Niklas. Wir würden uns sehr freuen, wenn du mal bei einem PUBG-Turnier dabei bist. Wenn wir das nächste Mal einen Termin machen und ich es nicht vergesse, werde ich dir schreiben und dann kannst du mir sagen, ob du Zeit hast oder nicht. Was hältst du davon? Schick den Clip rüber, Chat. So, jetzt müsstest du auf deine Chestplate Unbreaking 3, Protection 4 und Thorns 2 haben. Ja, hab ich, genau. Gut. Das ist sehr gut. Ah, krass, wie viel Level das kostet. Ja, das ist super teuer. Okay. Aber jetzt habe ich das wenigstens gemacht, weil das hätte ich sonst vergessen. Wie läuft dein Brückenprojekt? Bin soweit durch. Ich könnte nur noch die ganzen Stämme nach unten machen. Und außen ein bisschen Deko, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unseren ganzen Glowstone dafür verwenden will. Wo ist eigentlich unser Glowstone? In der Nether-Tour wahrscheinlich. Das stimmt da. Oh, ich bin frei. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, reicht so erstmal. So, Chat. Ja, wir müssen das jetzt... Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Das Erste, was man immer macht bei den Tränken, ist mit Netherwarze, oder? Als allererst... Was soll das? Wie stellt man hier die Vase drauf? Muss man da tricksen? Ja, du musst crouchen. Dann kannst du Sachen auch platzieren... Oh. Ein anderer Pilz. Coolerer Pilz. So, zumindest damit deine Warze habe ich dann noch im Kopf gehabt. So. Wofür braucht man die Lohnstäbe? Daraus machst du Lohnstaub und das brauchst du auch für fast alles, oder? Oh, war das, um die dann länger haltbar zu machen? Wie war das denn? Ah nee, du brauchst das als Fuel für die, um überhaupt brauen zu können, ne? Okay, und was mein Ziel ist, Chat, sind diese Tränke, mit denen ich Villagern heilen kann. Das sind dann ja die Tränke der Schwäche, glaube ich. Muss ich dafür überhaupt mit den Warzen machen? Muss ich dafür mit den Warzen machen, Chat? Da braucht man keine Warzen. Leck mich doch. Wurftrank der Schwäche eignet sich besser. Okay, ich google. Minecraft Wurftrank der Schwäche. Hey.
Da, Wurftrank der Schwäche. Wieso steht da nicht, wie ich den mache? Warte, da nicht steht, wie ich den mache? Ich meine, ich bin gerade doof. Wenn ich auf Wurftrank der Schwäche klicke, dann klickt er mich nur auf Wurftrank. Okay, ich brauche erstmal einen Trank der Schwäche. Dann kann ich da immer noch einen Wurftrank draus machen. Minecraft Trank der Schwäche. Des Schildkrötenmeisters? Da, Trank der Schwäche. Dann brauchen wir eine Wasserflasche. Und wie ihr schon die ganze Zeit geschrieben habt, ein Fermented Spider-Eimer. Ich hätte nicht gedacht, dass das das Einzige ist, was ich brauche, bin ich ehrlich. Oder ist es nur ein Spinnenauge? Das ist schon das Fermented, ne? Für alle Tränke benötigt man Netherwarzen, außer für den Trank der Schwäche. Witzig. Fermentiertes Spinnenauge bekommt man, wenn man ein Spinnenauge mit Zucker und braunem Pilz kombiniert. Dammit. Moment, shit, wollen wir uns kurz. Wir müssen uns kurz den Clip von Niklas angucken. Auch. Ja. Also wenn du von den Peets weggemacht wirst, boah, dann rede ich... aber nicht so... Die spielen auf Papier. Dann rede ich nicht, ich rede kein Wort mit dir. Ich rede kein Wort damit dir. Kein Wort? Ein Monat lang. Kein Wort, auch nicht in Meetings. Aber er hat gesagt, wenn du das nicht vergisst. Habt ihr gut gemacht, Chat. Sehr gut. Ja, okay. Er hat gesagt, er macht uns weg. Ja, es war für euch ein bisschen leise, sorry. Aber er hat gesagt, er macht mich weg. Oder er macht uns alle weg. Was natürlich eine harte Ansage ist. So, das ist jetzt ein bisschen Abfuck, ehrlicherweise, mit diesen fucking fermentierten Hurenaugen. Wir brauchen also Spinnenaugen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Wollen wir uns hinlegen, Schatz? Ja. Dankeschön. Wie funktionieren die Eier? Welche Eier? Die fermentierten? Spinnenaugen sind das, nicht Eier. Augen. Wir brauchen Spinnenaugen, davon haben wir ja tatsächlich zum Glück einige, obwohl wir die gar nicht in der Spinnenfarm haben. Mhm. Dann brauchen wir Zucker. Scheiße, ich wollte noch Zuckerrohr anbauen. Dammit. Zucker habe ich im Inventar gerade 2. Ja, das ist zu wenig. Haben wir nur noch 2 Sugarcanes? Ne, 64. Können Sie mir die geben? Ich will davon ein paar anbauen. Sorry, ich sortiere gerade um, die eine Kiste war voll. Ja, ist super. Und braune Pilze. Wo zum Fick kriegen wir braune Pilze her? Oh, ich weiß, wo ein Pilzbiom ist. Hey Sven! Sven, das war auf Instagram nur ein Spaß, ne? Ist klar, ne? Donnerstag hier nichts frei und so. Nether oder Wald? Wo im Nether? Nether?
Nether gibt's. Achso, in der roten oder in der grünen Dingens? Sven freut sich genauso wie ich auf Baldur's Gate 3, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Nether Waste, also das ist Standard, okay. Sven, sag mir, welche Klasse wirst du bei Baldur's Gate 3 spielen? Weil so hyped wie du bist, hast du dir das ja wahrscheinlich schon vollumfänglich überlegt. Kannst du auch auf Erde anbauen? What? What? Elementar-Monk, wie in Avatar. Ja, okay, bei Avatar hast du mich jetzt natürlich wieder verloren. Aber Monk ist die neue Klasse, die es noch nicht im Early Access gibt, wa? Chat, habt ihr denn... Also, das ist jetzt vielleicht interessiert, hat manche von euch nicht, aber... Habt ihr denn Early Access gespielt? Sven, hast du Early Access gespielt? Weil ich hab's extra noch nicht gespielt, außer heute Mittag ein bisschen. Hexenmeister könnte cool sein oder abtrünniger Paladin. Verstehe ich. Ich habe schon überlegt, mich zu roleplayen. Das wäre dann in dem Fall ein Bade, natürlich, weil es gibt da ja keinen Videoersteller, der alles stehen und liegen lässt für ein leckeres für eine leckere Mahlzeit. Der für Essen alles tun würde. Das wäre so Peter-Roleplay. Ja, ihr habt es auch extra alle nicht gespielt, verstehe ich. Haben wir noch Leder? Ja. Das ist in der Kiste, wo die Sachen sind, die von Mobs gedroppt werden. Ah. Danke. Aber Chat, von mir wird es da erstmal keine Streams geben. Ich bin ab... wir bekommen Familienbesuch. Ich bin da erstmal so ein bisschen raus aus der Nummer. Christian wird es Donnerstag streamen. Ein Assassine, der Angst im Dunkeln hat, wäre, glaube ich, auch witzig. Ja, das klingt auch sehr witzig. Stimme ich zu. Ich meine Nether. Nee, Urlaub habe ich nicht, Chat. Ich werde trotzdem noch Aufnahmen machen. Anni, die ärgern schon wieder. Du hast Urlaub genommen für den Familienbesuch, ich nicht. Ich werde trotzdem arbeiten müssen. Ja, das ist ja kein Wettkampf. Ja. Oh, fuck. Hab Goldrüstung vergessen. Oh oh, aber die greifen einen nicht sofort an, oder? Naja, ich glaube, das geht noch einigermaßen klar. So, braune Pilze im Nether Waste. Bin ich hier in Nether Waste vorbeigelaufen? Mit den roten Bäumen, das Biom. Das war aber nicht... Das ist aber nicht Nether Waste, oder? Geht zurück. Das ist doch das mit den roten Bäumen. Oh. Oh.
Aber das ist kein brauner Pilz. Den kann ich nicht benutzen. Alles safe hier. Oh, oh Gott! Hier in dem Biom soll es das geben, Chat. Ich sehe hier nur solche Pilze. Da auch wieder nur solche. Hier gibt es keine braunen Pilze. Nether Waste habt ihr doch gesagt. Das ist doch ein anderes Biom als das hier. Genau. Nether Waste ist da, wo keine Bäume sind. Ja, was sagt ihr denn? Ich muss hier hin. Was ist denn das? Ich werde hier reingelegt. Also, das hier ist quasi Nether Waste, wo ich jetzt drin bin. Aber hier haben wir keine freie Fläche. Deswegen wollte ich einmal hier gucken, ob hier nochmal Nether Waste war. Wird Baldur's Gate 3 wie Skyrim, also Leveling by Doing. Und wann kann man alles sein werden? Nee, es ist nicht ein Leveling by Doing. Du steigst Level. Das ist das Dungeons and Dragons 5. Edition System. Du steigst Level und je nachdem, welche Klasse du hast, ist halt vorgefertigt, was du dann mit jedem neuen Level freischaltest, sozusagen. Ah nee, hier war ja das Biom. Nee, das war falsch. Habe ich was verpasst, aber ist Baldur's Gate 3 nicht schon seit 2020 raus? Nee. Nee, nur Early Access. Nur die Early Access Variante von Baldur's Gate 3. Und das ist noch nicht die fertige Variante. Man konnte ausschließlich den ersten Akt spielen und auch da noch lange nicht fertig. Zum Beispiel der Charaktereditor, alleine der Charaktereditor am Anfang zum Erstellen wird ein komplett anderer sein. Und wie gesagt, nur Akt 1. Danke Peter, gibt es einen Überblick, was es für Klassen gibt? Eine Menge. Ich glaube, mit den Subklassen 48. Und Hauptklassen kann ich dir nicht sagen, gerade auf Anhieb wie viele, aber auch eine Menge. Dankeschön, MZ9, 20 Euro Trinkgeld, Dankeschön. Danke, wurde heute operiert und schau jetzt erstmal entspannt an den Stream. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen und ich wünsche dir gute Besserung. Danke auch an alle, die gesubbt haben, wie JCB Myr und Daishin Khan und Nico und Fresh Tribute und so weiter und so fort. Gibt es eigentlich eine Begründung, warum man nur bis maximal Level 12 kommt? Dachte, das Spiel ist komplett fertig. Ich denke, es ist so schon einfach umfangreich genug. Irgendwann mussten die wahrscheinlich einfach sagen, that's it, my friends. Also. Ja, das ist natürlich nicht das eigentliche Max-Level. Ach du Scheiße. Ja, hier war das Problem, ne? Das sind rote Pilze. Die sind auch falsch. Hanni, wie viele Level hast du jetzt noch? 21. Okay. Hanni, wenn ich das nächste Mal frage, sag einfach 400, okay? Warum? Weil wieder Wien gefragt hat. Achso. Oh Mann. Hanni, soll ich dir Pilze besorgen? Sag mir wo, dann besorge ich mir die selber. Okay, dann sage ich dir die Koordinaten. Oh, wollen wir auf eine Reise gehen? Eine Reise? Eine Reise? Eine Reise? Können wir machen, ich komme zurück. Muffinman? Der Muffinman! Der Muffinman! Gucken, ich habe so viele Fotos hier. Fotos? Schlaf. Ja, wie du schläfst. Nein. Von Minecraft. Nein, 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 nein. Fuck you! Was ist passiert? Was ist passiert? Fatshot! Alles gut. Was ist denn ein Fatshot? Das ist ein cooler Headshot. Das ist ein Pizmeat Insider. Achso. Oh, wo finde ich denn das Foto jetzt?
Hier ist echt Party bei unserem Ding. Ja, aber mein Freund ist nicht da. Ja, ich weiß. Das macht mich auch traurig. Wien hat 21 Euro Trinkgeld dagelassen. Vielen lieben Dank, Wien. Ich hoffe, du appreciatest, dass wir hier ehrlich antworten. Ja, danke Psychoblatt, das werden wir demnächst auch mal einstellen, glaube ich. Aber weißt du was, das stellen wir jetzt ein, weil ich mal kurz trinken hole. Mami! Ja. Was denn? Werde ich immer abgeschnitten, oder? Ach so. Schrei doch nicht rum. Danke, Psychoblatt. Ach so, ich dachte, du wolltest mich küssen. So, jetzt haben wir das umgestellt. Und jetzt sollte es besser sein. Lecker Wasser. Nee, Bier nicht, Chat. Das war am Wochenende wieder genug. Wenn man mit Fischi und Franzi unterwegs ist, die kennen kein Ende. Honey, ich glaube, ich habe die Koordinaten verloren. Honey. Honey, hast du mich angelogen? Ja. Tschüss. Tschüss. Nee, jetzt so Roses are red, Skyline are blue. Och Mann, es tut mir wirklich leid. Ist doch nicht schlimm. Dann gehe ich noch mal alleine suchen. Dann gehe ich in den Nether noch mal. Guck da. Was machst du da? Pilzen also gucken? Also da, laut Chat gibt's da ja Pilze. Ich bin da selber noch nicht von überzeugt. Doch, gibt's da auf jeden Fall. Danke der Ketzen. Wie viele braune Pilze brauchst denn du? Ach, schon so ein paar. Schläfst du? Nee. Kommst nicht? Du schlafen? Ja. Der Weg ist mir zu gefährlich. Ich gehe mal hier rum. Habt ihr bei euch ein Tiger-Biom oder Sumpf? Da gibt es auch als häufiger als sonst braune Pilze. Ja, haben wir. Sumpf. Alter, ich werde hier hin und her geschickt, ganz ehrlich. Fettshot. Einfach ein Zielgott, Chat. Einfach ein Zielgott. So, ich habe da jetzt was von Bone Meal gelesen. Dankeschön, Paschi, für den Resub. Bist du dieses Jahr wieder auf der Polaris? Ja, wir sind alle vom Team da. Wir machen dieses Jahr da eine Live-Spielshow vor Live-Publikum. Also,
seid ihr vielleicht auch da, wenn wir die Live-Spielshow machen. Und ich freue mich drauf. Andi macht den Spielmeister und freut sich da schon die ganze Zeit drauf. Dankeschön, Schitzel, für den Resub und High Cloud und Monkey Knuffy. Nee, Monkey die Knuffy. Und Kati und Auf Kante und Umständlich und alle anderen. Und Matzans. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also, das wird, glaube ich, ganz cool, so eine Spielshow auf der Bühne. Warum streamt ihr eigentlich immer so spät? Ich habe 19 Uhr heute angefangen. Ich habe heute aufgenommen bis 14 Uhr nur heute. Heute war ein bisschen weniger. Dann habe ich noch Pizza mit Kocht aufgenommen. Und dann streame ich noch. Pizza mit Kocht React haben wir heute aufgenommen und sind natürlich auch auf die Kommentare eingegangen. Dankeschön, Jette, für die 5 Stufe 1 Subs. Heute haben wir Chat, kann ich euch schon mal erzählen, haben wir Red Dead Redemption 2 aufgenommen. Denn da hat Guthwar uns einen Server aufgesetzt, dass wir da nicht mehr von anderen Leuten genervt werden. Und deswegen können wir da wieder Challenges machen. Da atmet Hanni schwer. Das hört man jetzt alles. Ja, das stimmt. Und da drin haben wir halt heute Challenges aufgenommen und Verstecken aufgenommen. Und wir haben heute Reacts aufgenommen. 3 normale und ein Pizza mit Kocht-React. Das war alles ganz gut. Und Pizza mit Kocht an sich habe ich heute auch noch aufgenommen. Das ist ein Rezept gewesen von Milchbaum. Die wird unser nächster Gast sein. Dankeschön, Carillo, für den Raid. Und liebe Grüße an alle 69 Viewer. Nice. Die mit rübergekommen sind. Ziemlich witzig. Danke für den Raid. Und danke, Fischi, für die Subs. So, das ist doch hier ein Sumpfgebiet, Chat, oder? Ich sehe auch, ich bin auch hier, ich sehe gar nichts. Also du meinst damit keine Pilze, oder? Ja, ich sehe keine Pilze. Achso, das ist kein Sumpf, das ist Mangrove. Und in Mangrove gibt's die nicht. Falscher Sumpf. Falsch. Falsch. Das ist natürlich blöd. Dann gehe ich jetzt auf eine Reise. Grob weiß ich die Richtung noch. Ich glaube, wir haben noch keinen braunen Pilz, oder? Oder haben wir wenigstens einen? Weil dann könnte ich den vermehren. Nein, nein. Aber, also, wenn einer reicht... Ich habe schon welche gesehen in der Nähe von unserem Haus auf jeden Fall. Aber du weißt nicht mehr wo, ne? Ungefähr schon noch. Man hat mich jetzt verlaufen. Weil aus einem kann man mit Bone Meal, was wir viel haben, was machen. Also ich so meine großen. Da, wo dieses Enderportal immer gespawnt ist, da. Ah ja, okay, alles klar. Einen braunen Pilz gesehen. Ja, Chat, warum ohne Shell? Da habe ich mich bisher noch nicht so wirklich drum gekümmert. Ich vermisse es auch irgendwie nicht so wirklich. Ich finde Minecraft in der Originaloptik echt ganz nice. Aber Shader sind natürlich auch nice. Schon richtig. Jetzt ist die Musik euch zu laut, oder was? Madplex, Dankeschön für 5 Stufe 1 Subs. Und falls ihr die Echten seid, danke für die coolen Server.
Okay, nee, Musik war okay für euch. So, gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß nämlich, wo Honey meint. Hast du dich zurückverlaufen können? Ja. Also ich habe da schon mal einen gesehen, aber ob ich die jetzt wieder finde, also ich habe jetzt nicht so ein gutes Gedächtnis. Kenne ich. Kommen eigentlich noch EFT-Turniere. Gerade haben wir uns so ein bisschen satt gespielt daran. Jetzt gerade ist ja auch Vibe-Stimmung und so. Wir gucken mal, wie es ist nach dem nächsten Vibe, glaube ich. Aktuell. Autschi. Ich mag unser Haus. Ich freue mich immer, wenn ich das so in der Ferne auf dem Berg sehe. Ich auch. Das freut mich zu hören. Hast du sehr schön gebaut. Ja, Shion, haben wir schon gesehen. Wir haben heute ein Rack drauf gemacht. Also sind wir natürlich auch im Rack drauf eingegangen. Oh mein Gott. Wo sind diese verdammten Pilze? Nicht fluchen, Schatz. Nimm die Blumen für die Bienen mit. What do you mean? Können doch auch in Höhlen spawnen, so Pilze, ne? Ja, ich bin gerade auch in eine reingelaufen hier einfach mal, aber die mögen es ja eigentlich gerne dunkel, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Jetzt war der Sepp eigentlich im Urlaub. Der hatte heute wieder seinen ersten Tag hier. Er war 2 Wochen im Urlaub. Jetzt, der hat die Klinke in die Hand gegeben mit Bram, der jetzt wieder im Urlaub ist. Alle haben mehr im Urlaub als ich. Danke, Lo, für 5 Stufe 1 Subs. Boah, es geht gleich auch noch die Sonne unter. Ja, Bram ist mit Paul geflogen in Nordchat. Wir sind jetzt in New York. In New York. Na, 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 na. Hast du ein Bett dabei? Yes. Oh, ich sehe dich. Wo bin ich? Keine Ahnung. Hä, hast mich nicht gesehen? Du hast mich voll angeguckt. Ja. Ach, da! Nee, hinter dir ist blauer Himmel. Ah. Und mit der blauen Rüstung sieht das aus, als wäre da gar nichts. Komm, ich komm mit. Wir können auch nochmal die Truhen checken von den Dörfern, weil blaue Pilze, braune Pilze haben wir wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Naja, wahrscheinlich ist da ja vor allem Weizen drin und so.
sind immer so kleine Sachen, an die man dann überhaupt nicht denkt, die einem komplett irrelevant vorkommen und die man schon 15.000 Mal gesehen hat. Ja, man hat die auch in der Bedrock-Version hat man die alle mitgenommen. Dschungel ist da auch nicht hilfreich, Chat, wa? Gute Nacht an alle, die ins Bettchen gehen. Träumt süß. Guckt euch stundenlange Charakter-Creation-Erklärungsvideos von Baldur's Gate 3 ein. Das mache ich mal zum Einschlafen gerade. Wird wieder tief eingeatmet. Oh, das hört man jetzt alles? Ja, aber dafür wirst du nicht mehr so komisch abgeschnitten. Ist halt der Trade. Ich guck da einmal runter. Sehe aber nichts. Nicht runterfallen, Schatz. Hallo, du drückst mich immer weg. Ja, die Mucke war dramatisch. Ich habe das Gefühl, dass Dschungel uns auch nicht gerade hilft. Dann fahren wir jetzt mit dem Bötchen am Dschungel vorbei. Okidoki. Ich habe kein Boot dabei. Ich mag das nicht, dass ich dich atme. Wir können auch in ein Boot fahren, Hanni. Ja, richtig. Bin drin. Du magst es nicht, dass du mich atmen hörst? Ja, weil das immer so ein verächtliches Ausatmen ist. Boah, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich noch irgendwas essen sollte. Was denn? Fruchtzwerg? Oh, ein Fruchtzwerg! Wir haben auch noch ein Fruchtzwerge-Eis. Wieso haben wir denn nur eins? Kannst du mir das erklären? 2x2. Ah, okay. Dann weiß ich ja, wem das andere zusteht. Das könnte ein Problem werden, um diesen Dschungel umherzufahren. Wir sind von Dschungel umringt. Aber nicht so richtig tiefer Dschungel. Chat sagt gerade, dir gehört trotzdem der andere. Oh, wie lieb. Nein, der steht dir aber zu. Ah, da vorne ist Dschungel vorbei. Also entweder ein Sumpf oder ein Schwarzeichenwald. Dort gibt es Pilze. Oh. Wo war denn nochmal der Schwarzeichenwald? War der nicht in die Richtung hier? Ja, würde ich auch sagen, aber vielleicht ein bisschen weiter rechts, aber ich kann es dir gerade nicht genau sagen. Ah. Aussteigen bitte. Toggle Downfall. Das waren noch Zeiten. Kannst du nicht kurz in den Game-Mode wechseln? Nein, das machen wir nicht. Das ist Cheat. Okay.
Mit Verstecken wird es ein Real-Life-Event. Nee, Chat. Ah, ich habe mir das schon fast gedacht, wenn das so in dem Upload-Plan steht. Das ist quasi Verstecken in Google Maps, weil es das jetzt in Deutschland gibt. Ja. Hinten rechts ist ein ganz interessanter Baum. Ja, finde ich auch. Ja. Und da ist Süßwasser. Sind auch Strukturen um sie. Mm. Brauchen wir einen Pinsel? Ja. Ah, ich kann mich nicht mehr so ganz so gut dran erinnern. Bin ich da hier einfach noch geradeaus gefahren? Du bist da ja auch mal hin, ne? Ja. Oh, wieso ist hier überall Dschungel? Wir sind doch überall so... Strukturen? Strukturen. Ist echt überall Dschungel, what the fuck? Ja, Chat, hier geht das auch, ne? Das wolltet ihr im ersten Stream, habt ihr mir diesen Tipp gegeben. Aber da ging's nicht, wegen Bedrock. Waren eigentlich Sniffer-Suche, Peter. Ja, jetzt gerade haben wir noch andere Dinge zu tun. Wo wollt ihr hin? Wir suchen braune Pilze. Wäre wahrscheinlich schneller gewesen, einfach in den Untergrund zu gehen, wa? Aber so kann man ja ein bisschen erforschen. Mein Kopf ist in deinem Umhang. Vielleicht findet ihr ja eine Pilzinsel. Ja, Chris, Honey hat schon mal eine gefunden. Aber die ich weiß nicht Koordinaten mehr wo. Sind verloren gegangen. Ist das Problem. Vielleicht bei gelöscht. Ja, aber hast du dann einfach das Bild gelöscht? Nein, ich glaube nicht, dass ich das gelöscht habe. Oh, oben links, Dorf. Sollen wir das einmal kurz abchecken? Ja. Würde ich doch mal sagen. Oh, hier geht's nicht rum. Entschuldigung. Ach da. Boah, ich frage mich, ob ich bei dem Dorf auch schon war. Das wäre ganz gut, wenn wir das jetzt rausfinden, weil dann wüssten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, ich bin ja schon in so viele Richtungen gelaufen. Ach so. Du bist voll die Adventurerin. Ja. Es wird auch dunkel hier wieder. Ach, Adventure Map. Ja, gibt's eine neue Folge, habe ich gesehen. Ist sie schon online heute? Ja, die ist richtig gut. Hast du schon reingeguckt? Die ersten 10 Minuten. Was ist denn hier? Okay, hier wurde noch nicht quasi das aus der Kiste geholt. Ja, sehr gut. Schlafen wir hier kurz? In welche Serie? Inator, es geht um Pete's Meat Adventure Map. Heute ist eine Only Up Special rausgekommen.
Ach du Scheiße. Großes Dorf. Ja, man ist hart weit nach unten gefallen, das stimmt. Aber mir hat es beim Zocken so richtig alte Vibes gegeben. Die Karte hat schon Bock gemacht. Aber so ganz ohne Checkpoints war es natürlich auch hart. Hast du schon irgendwas Sinnvolles gefunden? Zwei Emeralde. Okay, immerhin. Ah. Die Penisse waren übrigens Blitzableiter. Ey, meine Hände waren so schwitzig bei den Penissen, ey. Mhm. Dafür muss man die Folge gesehen haben, Chat. Hast du Hunger? Meine Charakterfigur oder Real Life? Charakter. Nee. Warum brauchst du denn das ab? Weil das echt gut ist. Das ist ja jedes Ding sind irgendwie voll viele Weizen. Ah. Isst du Brot? Tja, wenn wir kein Fleisch mehr haben. Deine Figur hungrig? Nein, ich habe selbst ein Fleisch dabei. Na, müssen wir mal wieder los hier, wa? Ach, das ist lustig, sobald du Gas gibst, geht dein Cape hoch. Ah, weil das dann im Winde weht. Ja. Da hinten links ist schon wieder so eine Struktur, so ein Tempel. Da hast du echt ein Auge für. Ja, nachdem wir die im ersten Stream gefühlt stundenlang gesucht haben. Ist das morgen ein spezieller Fortnite-Aufnahmestream? Ne, wir machen zwei Turniere einfach. Mit Dalu. Der ist ja auf der LAN, glaube ich, ja. Seit heute. Und der hat morgen Zeit. Wir machen morgen Abend dann noch Mario Kart 8 ein paar Aufnahmen. Auch mit Dalu. Oh, ich liebe eure Fortnite-Turniere, schreibt Hey Max. Ich mag die auch sehr gerne. Was zockst du im Moment privat, lieber Peter? Ausschließlich Minecraft und jetzt ein bisschen Baldur's Gate Early Access, weil ich nicht mehr aushalten kann. Wisst ihr eigentlich schon, an welchem Tag ihr auf der Polaris das Quiz macht? Ich glaube Freitagabend. Was ist denn das da vorne? Ah, Sand einfach. Bin aktuell wieder bei alten TTT-Folgen. Ja, sehr schön. Haben wir letztens auch nochmal drüber gesprochen über TTT. Mal gucken. Normaler Wald rechts, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, oder? Nicht hoch genug für Eichen.
Links ähnlich. LOL! Kleine Schatzsuche. Oh mein Gott, das ist aber gestrandet. Aber hallo, what the fuck? Müssen wir jetzt hier noch die Truhe ausgraben? Ja. Immerhin ein Diamant, das. Aber es gibt noch eine andere Truhe. Mhm. Dankeschön, Century Oz. Dankeschön. Was ist das blöd hier, ey? Klimawandel auch in Minecraft angekommen. Eigentlich nicht witzig, aber der Spruch war nicht schlecht. Es gibt noch eine dritte. Hä? Vom Gefühl hätte ich auch gesagt, dass die eine schon weiter hier vorne wäre, aber... Shit. Ah, ich hab sie. Viele Pferde. Ja, du läufst schon in die richtige Richtung. Welche Rasse spielst du im BG3, Peter? Ja, wenn ich meinen ersten Try tatsächlich so mache, dass ich mich roleplaye, dann entweder Mensch bade oder Halbelf bade. Halbelf wegen des Charisma-Bonus. Warte mal, wo mussten denn nochmal die 999 stehen? Ich bin gerade confused. Da, achso, ich seh's. 9. 9. Perfekt. Oh, schade. Das ist ja lame. Das war ja mal easy. Ich dachte, halb Elf, halb Holländer. Dann singen wir uns mal was vor als Bade. Naja, Bade bin ich ja natürlich nicht wirklich, aber es ist so die Klasse, die am nächsten an das herankommt, was ich halt beruflich mache, und das ist halt quasi so Entertainer. Und deswegen habe ich mir schon richtig Roleplay ein, der für Essen alles machen würde, aber auch Bade ist. Ich glaube aber, das ist eine schwierigere Klasse. Ich bin mir unsicher. Also ich werde nicht auf Tactician spielen, sondern auf Normal. Und ich weiß dann noch nicht, wie schwer das Spiel sein wird. Aber Bade ist halt so ein Utility- und Charming-Char, der nicht der Damage-Dealer sein wird. Also da muss man sich seine Party gut zusammenstellen, glaube ich. Ciao, Patrick. Bis bald. Da brauchst du auf jeden Fall einen guten Tank. Du brauchst einen guten Mage. Ja. Schon bedrohliche Musik hier die ganze Zeit. Ich höre nur die Bienchen. Oh mein Gott, geht das hier tief runter. What the fuck? Aua! Ja. Also, wo kommen? Hier aus dem Loch. Ach so, ich dachte gerade, der Cap wäre von hinten gekommen. Baldur's Gate 3 so ein Turn-Based Game wie Divinity. Yes! Ich denke mal, das wird auch ein paar Leute abschrecken. Was denn? Was heißt turn-based? Rundenbasiert. Das heißt, ja, das ist kein Echtzeit-Kampfsystem, sondern sobald du dich in einem Kampf befindest, ist das immer nacheinander alles, was passiert. Sehr, sehr taktisch.
Hier ist süß. Hier kann man sich hinlegen. Ist es noch nicht Nacht? Es fühlt sich so nachtig an. Aua. Oh. Okay, was habe ich getan? Ups. Oh, Entschuldigung. Es war aber nur die Hand oder das Bett. Übrigens, falls das erst unterging, diese Templates und die Netherite-Aufwertung kann man duplizieren, dann müsst ihr nicht neu suchen. Aber da muss ich mich nochmal einlesen. Oh, was ist denn das hier? Ist das nicht hier... Das ist nur normale Tanne, ne? Hier gibt's... Ja. Eiche. Achso, die, ja. Oder ist das das? Also in Real Life würden da auch Pilze stehen. Aber ist das alles? Das ist das komplette Biom? Rechts ist ein Schiff. Ja, habe ich auch gesehen. Are you fucking kidding me? Ja, wir gehen mal gucken. Ich gehe links rum. Ja, hier sind wir schnell durch, würde ich sagen. Ja, die siehst du ja auch sofort hier. Was ist denn, wenn ich hier jetzt einfach Bone Meal auf den Boden packe? Kann dann ein Pilz spawnen? Ne, war. Hier spawnen einfach Blümchen. Ja. Das ist das kleinste Fichtenbiom. Hab einen. Juhu! Okay, hast du jetzt so wenig Platz? Mit Bone Meal oder wo, wie hast du den bekommen? Nee, der ist hier einfach so. Ah, der wächst nur im Schatten. Der muss im Dunkeln stehen. Hier war noch irgendwo einer, ich habe den auch gesehen. Da. Ja, dann nehmen wir erstmal mit nach Hause. Aber jetzt können wir noch die kleine Schatzsuche mitnehmen, oder? Ja, gerne. Warum finden wir den Pilz geil? Sven, was einfach unaufmerksam. Den Pilz finden wir geil, weil wir damit fermentierte Spinnenaugen machen können, weil wir damit einen Schwächetrank herstellen können, mit dem wir die Zombies, nachdem wir sie, die Villager, nachdem wir sie zombifiziert haben, wieder heilen können, damit die uns ihre Handlungsdinger günstiger anbieten. Ist doch klar. Als ob ich die Slabs mitgenommen habe. Ach ne, das kommt von dem scheiß Schiff. Ich wusste, dass es passiert. Die Nuggets sind mir wurscht. Ach, scheiße, ich hab den falschen Helm an. Hier ist auch noch Quatsch drin. Hast du meinen Helm an, oder? Ne, ich hatte noch den Goldhelm an. Achso. Oh, wir haben die Truhe nicht abgebaut, oder? Doch, ich habe die abgebaut. Ah, smart. So smart. Okay. Hast du die Karte? Ja. Für das Zombifizieren müsst ihr auf schwer stellen, sonst sterben die Dorfbewohner. Oder? Ja. It is known. Die Truhe auch abbauen. Nee, die müssen wir nicht abbauen. Die ist egal. Aber dieser Hamilton-Hass hier. Unfassbar.
Die beleidigen alle deinen Lieblingsrennfahrer. Ach, die wissen nicht, was hübsch ist. Ja, wieso brauchst du eigentlich immer so lange, um auszusteigen? Vielleicht. Vielleicht. Nein, Hani, gib mir mein Schwert. Ja, wieso wirfst du mir. Was? Vielleicht nehme ich einfach die Hand von der Tastatur, wenn ich da einfach nur so rumsitze. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Na, jetzt muss ich wieder suchen. Ah ja, ich sehe es wieder. Weg. Genau da. Ui, die ist aber voll. Ach, ja, aber nichts wirklich Geiles drin. Werbe enttäuscht von der schwachen Leistung gestern, schreibt Pietsmeet. Was? Ich weiß nicht, von welcher schwachen Leistung. Es gab einige schwache Leistungen. Ich bin enttäuscht von der schwachen Leistung von Carlos Sainz und seiner Unfähigkeit zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. So, back to home. Aber ich kann auch gleichzeitig nicht so hundertprozentig sagen, was in diesem Rennen passiert ist, weil ab Runde 5 oder so bin ich, glaube ich, eingeschlafen. Das war süß. Dann hast du alles gesehen. Ja, habe ich mir dann auch gedacht im Nachgang. Wobei, ich habe verpasst, wie Max Verstappen in relativ kurzer Zeit auf Platz 1 gefahren ist und Checo Perez im selben Auto innerhalb kürzester Zeit dann auch irgendwie 20 Sekunden hinter sich gelassen hat. Das war schon alles mal wieder sehr traurig. Bin auch eingeschlafen. Ich bin wohl nicht der Einzige, der es ein bisschen langweilig fand. Jetzt hast du dich aber beeilt. Ich glaube, du hast... Wieso wirfst du immer was weg? Ich habe versucht, F5 zu drücken. Ich habe immer eine andere Perspektive, sonst sehe ich nur dein Cape. Ach so. Sorry. Ich bin nicht so viel am PC. Den Funkspruch mit dem zusätzlichen Stop hast du mitbekommen? Ja, ja. Max, damit er wenigstens so ein bisschen was zu tun hat, wollte nochmal extra stoppen, damit er noch die schnellste Runde holen kann. Aber die hat natürlich Lewis eingesagt. Wovon ist Jay eigentlich Fan? Von Michael Schumacher. Und erstmal ist er Fan von allen, die dafür sorgen, dass niemand anders die 7 Weltmeistertitel schlagen kann. Das heißt, noch Verstappen-Fan. In ein paar Saisons dann nicht mehr. Du hast das... du hast das Boot... Ach so. Ich finde Lando auch cool. Hey, was war, what the fuck war das? Das war ja komisch. Was hast du gemacht? Meinst Was machst du für einen Unfug? Wieso? Schlägst du mit Erde? Nein. Wie machst du das, wenn du im Wohnzimmer auf dem TV spielen willst? Also wenn Hani zuschaut, zum Beispiel bei Baldur's Gate? Gar nicht. Das kann ich ihr nicht antun.
Delfine. Jetzt sehe ich, was du machst. Du verteilst ja überall einfach Items. Geschenke. Hä? Sind die nicht bei dir im Inventar angekommen? Nee. Das hättest du wohl gerne. Wien hat gefragt, wie viele Titel jemand hatte. Wer denn? Oh, die Lauda. Oh, wie viel hat denn die Lauda? 2, ne? Oder... Wie viel hat er denn nochmal? 3 hatte er, Entschuldigung. 3. Nein, Devin. Was machen wir, Schatz? Versuchen wir da vorne zu rasten? Ja. So eine Nacht kann sehr lang werden. Danke, Wien. Wien hat 3 Subs verschenkt. Jetzt aber schnell, Schatz. Zack. Zack. Jawohl. Oh, die Delfine sind so cute. Gute Nacht, Bierschaum. Ja, wieder 22 Uhr Schläfchenzeit. Müssen wir morgen arbeiten. Aber das ist ja schon bald. Das ist ja schon bald. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr ganz bis nach Hause. What? Oder willst du noch, dass wir bis nach Hause kommen? Ist noch sehr weit nach Hause? Zu weit für eine Minute. Wollen wir nicht lieber noch nach Hause fahren? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Sind wir irgendwo nirgendwo? Du musst früher aufstehen als ich. Hey, das sieht aus wie 45 in der Cam. Wow. Why? Warum? Das sind immer gute Komplimente. Fishing for Compliments einfach. Nur den einen bösen Kommentar vorlesen. Ja, warum kommt kein 20-Stunden-Stream mehr am ersten Freitag im Monat? Ja, kriegen wir aktuell einfach nicht hin, weil wir uns mehr auf die YouTube-Aufnahmen konzentrieren müssen. Und da schaffen wir an so einem Freitag einfach mehr. Weil wir auf die Gamescom zugehen, wo uns Tage fehlen. Uns letzte Woche fehlte für uns ein Tag durch Friendly Fire Shooting. Und so weiter und so fort. Events wie Back to School stehen an, wo einige schon einen Tag Anreise brauchen und so weiter und so fort, wodurch uns wieder ein Tag durch die Lappen geht. Zumindest teilweise. Und wir können es uns einfach aktuell nicht leisten.
Da ist wieder der crazy Baum. Ist YouTube oder Twitch bei euch rentabler? Ja, es hat beides, also ist halt schwierig zu sagen, aber unsere Prio liegt natürlich auf YouTube. Da ist unser höchstes Gut, dass wir die 4 Videos am Tag schaffen. Danach kommt der Rest. Das heißt, wir sind der Rest. Nein, Meister Chef. So musst du das nicht sehen. Schwächeln die YouTube-Aufrufe gerade etwas? Geht eigentlich. Es ist so eine klassische Fluktuation im Sommer. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber jetzt nicht in einem Rahmen, wo ich sagen würde, oh oh. Der finanzielle Druck ist da gar nicht so groß bei uns, sondern das ist unser eigener Anspruch, dass wir das schaffen, den Content rauszuhauen. Was wir ja auch in den 12 Jahren, die es Peetsmeet jetzt gibt, auch immer erreicht haben. Geht uns da eher drum, euch nicht zu enttäuschen. Ciao, Wien. Gute Nacht. Und danke für heute. Aussteigen, bitte. Oh, er ist uns gefolgt bis hier. Ja, voll süß. Hier müssen wir einfach geradeaus drüber, ne? Mhm. Und dann dürfte es gar nicht mehr so weit sein. Nee. Das kommt dann recht zügig. Sehr gut, Schatz. Naja. Ja doch. Es wird besser. Da sind die kaputten Portale neben dem Esel. Ist doch nicht schlimm. Das passt, die Nether-Musik passt nicht so ganz, oder was auch immer da gerade für eine Musik bei mir im Hintergrund läuft. Ja, schöne Brücke, oder, Chat? Aber Hanni, fertig bist du damit noch nicht? Du musst die Baumstämme noch bis zum unten machen, oder? Sieht man doch gar nicht. Als ob du das so lassen willst, ey. Ich bin so eine schlechte Taucherin. Okay, dann mache ich das. Schauen wir mal. Ja, hier, ja. Fusch am Bau. War das jetzt der letzte Minecraft-Stream? Mal gucken. Entscheide ich am Wochenende.
Was, willst du Bier? Ach so. Ich hab gefragt, warum der, mich gefragt, warum der Topf leer ist. Nein, da sieht man doch, da sieht man doch die letzten Bierreste drin. Ja. Hast du Quatsch im Kopf? Nein. So eine schöne kleine Brauecke geworden. Wirklich schön. Danke für eure Hilfe, Chat. Much appreciated. Nein, Chat, alles gut ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weitere Minecraft-Streams geben wird. Ich musste halt mal meine Baldur's Gate-Sucht vielleicht mal einen Abend die Woche etwas runterfahren. Knochenmehl behalte ich und die Pilze behalte ich. Die brauchen wir nämlich. Ey, wir haben so viele Sättel, ne? Haben wir dafür mittlerweile einen eigenen... Ich hatte die immer bei ist wertvoll reingemacht. Aber du hast die umgepackt scheinbar. Oh, das weiß ich gar nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, tatsächlich. Ah, nee, wir haben die hier bei Utility, beziehungsweise Rüstung und so. Aber immer noch nur ein Nametag, ey. Das ist ja unfassbar. Ja, ich muss mal angeln. Ja, man kann sich auch Nametags ertraden. Das ist auch so ein Ziel. Also die Villager Trade Farm muss ja auch noch passieren. Oder so ein Market. Dafür haben wir jetzt so, wir arbeiten ja quasi an den Grundlagen dafür. Da hängt halt viel dran. Ich würde sagen, es war ein wunderschöner Stream mit euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war sehr, sehr nice. Die Villager Farm habe ich schon gezeigt. Hallo, bist du irgendwie Kameraguide oder so? Guck mal, was für ein wunderschöner Blick, den wir hier haben. Da habe ich die ganzen Villager unterjocht. Es war sehr nice, Chat. Danke auch für euren Support und dass ihr heute dabei wart und mir geholfen habt, uns geholfen habt bei coolen Dingen. Sponge war noch live, oder was? Ah ne, weißt du was? Wir raiden heute Dalu. Der ist von der LAN. Alle da, mit dem streamen wir morgen den ganzen Tag. Und raiden wir heute mal Dalu. Also nicht den ganzen Tag, aber wir streamen morgen relativ viel mit dem. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss, gute Nacht. Danke an alle, die gesubbt haben. Danke an die Mods. Danke an euch. Und auf bald. Ciao.